Mögen die Spiele beginnen? Im Museum gekauft, 50 Jahre Apollo. Alright, here we go. So, wo fangen wir jetzt damit an, wenn wir uns das alles anschauen oder anhören, was wir überlegen, was wir hier alles gehört haben? So, es gibt da ein Bild, ja, das ist auch von Alice in Wonderland. Und da steht es eigentlich genauso drin. Und so könnte man auch diesen Vortrag von vorhin zusammenfassen. Ja? So, hey baby, I've seen some weird shit, man. Ja? Also es geht hier wirklich um Dinge, die für den normalen Bürger eigentlich fast unvorstellbar sind, was für Dinge hier auf dieser Welt passieren. Und wir haben heute hier das Fähnchen der Wahrhaftigkeit hochgehalten, indem wir uns dem NDR gestellt haben und denen da eine Stunde lang wirklich einen Text von einer obenen Warte rein diktiert haben. Was sie daraus machen, wir werden sehen. Aber wir haben uns da redlich bemüht und wir haben uns echt gut verkauft. Also das wird schwer, da einen schlechten Beitrag daraus machen. Und außerdem haben sie eine Stunde lang niemand von euch belästigen können. Das war auch nicht schlecht. Also ich stelle mich natürlich genauso wie ihr immer die Frage, so, was zum Kuckuck geht hier eigentlich vor? Und ich glaube, wenn in 100 Jahren dann die Psychologen und die Historiker auf diese Zeit zurückschauen, dann werden wir erkennen, dass das wahrscheinlich das Zeitalter des Irrationalismus ist. Also das Zeitalter des Spätkapitalismus, wenn die Irrationalität mehr oder weniger Fahrt aufnimmt. Und es gibt ein Bild, wo diese Irrationalität in unserer Welt mehr gezeigt wird wie je zuvor. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe letztes Jahr, aber das heißt, wenn ein Millionär meets a Billionaire, also wenn ein Millionär auf einen Milliardär trifft. So, und ich glaube, ich habe es letztes Jahr schon gezeigt, aber es ist nach wie vor top aktuell. Ne? Sprich, die meisten von uns kommen niemals auf das untere Boot, weil das jenseits unserer Liga ist und geschweige denn auf den anderen Pott da hinten drin. Und in diesem Bild wird natürlich die Schizophrenie in unserer Gesellschaft mehr deutlich wie sonst irgendwo. Es gibt einen großen Mann, der hat mal was gesagt, nämlich Einstein, der gesagt hat, es gibt weder große Entdeckungen noch wahren Fortschritt, solange noch ein unglückliches Kind auf der Welt ist. Und ich habe das leicht adaptiert, und zwar würde ich sagen, solange noch ein hungriges Kind auf der Welt ist. Und in diesem Bild spiegelt sich eigentlich die große Schizophrenie in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Dass es auf der einen Seite milliardenfaches Elend gibt und auf der anderen Seite eine Gruppe der Bevölkerung dieses Planeten, die sich von diesen Realitäten komplett abgekoppelt hat, aber die offensichtlich durch ihren Reichtum, durch ihre Macht und institutionelle Hierarchie das kontrollieren können, wie es auf dieser Welt ist. Und mein Antrieb ist eigentlich, diese Situation umzudrehen. Dass nicht die alles haben und die meisten nicht, sondern dass sich das alles gleichmäßiger verteilt. Das ist mein Antrieb. Mein innerer Antrieb ist eigentlich dieses Bild von diesem Kind, wo der Geier schon hinten dran sitzt. Und no, by the way, das passiert 30.000 Mal jeden Tag hier, wenn wir hier sprechen. Das ist keine Fantasie, das ist keine Fiktion. Und den meisten Leuten geht es aber so, dass sie damit nicht ganz gut klarkommen. Sie haben irgendwie schon so eine Ahnung, da ist irgendwas im Hintergrund. Es könnte sein, dass da, habe ich, aber das will ich gar nicht so richtig wissen. Und es war Churchill, einer der großen Engländer. Also er wird als großer Engländer gefeiert, aber eigentlich ist es auch einer dieser Leute, die Probleme auf der Welt mit verursacht haben. Aber er hat einen schlauen Spruch gesagt und er hat einmal gesagt, jeder Mensch stolpert im Laufe seines Lebens irgendwann über die Wahrheit, doch die meisten stehen auf, klopfen sich den Staub von den Schultern ab und gehen einfach weiter, so als wäre einfach nichts passiert. Okay? Und ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Mich hat es auch ein paar Mal auf die Fresse gelegt im Leben und ich lag da im Staub, blutige Nase, Mund aufgeschlagen, was weiß ich. Und es tut weh. Und dann muss man sich ja, wo zum Kuckuck bin ich jetzt eigentlich gerade drüber gestolpert? Ja? Und diese Stolpersteine, die möchte ich euch mit heute ein bisschen anschauen. Aber bevor wir dann tief einsteigen, auch ganz wichtig für uns alle, nicht in diese Opfer-Täter-Rolle kommen. Die sind die Bösen und die da und der da und das und oh, ich das arme Opfer. Nein, ihr müsst euch lösen aus dieser Dualität, aus dieser Dogmatik, aus diesen Gefühlen, die da unten hochkommen, gerade wenn man das mit den Greys hört und sonst irgendwas. Löst euch von diesen, versucht es von einer hohen Ebene zu sehen. Das ist gar nicht so einfach, weil auch die Protagonisten dieser nächsten Bilder sind nichts anderes als Opfer dieses Systems, die nur ihre einzelne individuelle Rolle spielen. Und ich meine, die meisten Leute haben halt keinen Bock mehr zuzuschauen. Das ist so dieses Bild, ne? Kennt ihr ja alle, so nichts hören, nichts sehen, nichts denken.
Ja, und ich habe neulich eine Nacht mit Dr. Angela Merkel verbracht. Das klingt jetzt für die meisten vielleicht irgendwie seltsam, aber ich habe mich intensiv mit ihr auseinandergesetzt, weil ich glaube, sie hat auch eine ganz wichtige Rolle in der, und ich versuche sie nicht als Opfer oder Täter darzustellen, sondern ich habe sie einfach versucht, mal irgendwie zu verstehen, was ist eigentlich in der Regierungschefin von uns, was für ein Wesen steckt in ihr, was treibt sie an, welche Motivation. Ich kann keine Antworten finden, endgültig, aber ich kann nur eins sagen: Sie hat einen gewissen uniformen Charakter. Also sprich, sie hat einen gewissen Stil entwickelt, und die Variation, die ihr erlaubt auszubrechen aus dieser Uniform, ist die Farbe. Aber sonst ist es immer das Gleiche, dieser Blazer, die drei Knöpfe, eine dunkle, dezente Hose, flache Schuhe, that's it. Und ich meine, Einstein hat auch nur 5 Anzüge gehabt und 5 Paar Schuhe, Begründung, er hatte keinen Bock zu denken in der Früh oder keine Energie in die Klamotten zu stecken, also besser ist es, ich nehme immer den gleichen Anzug aus dem Schrank. Immer den gleichen. Vielleicht ist das ja einfach nur ihr Punkt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Es gibt eine Situation, die mich nachhaltig beschäftigt hat. Und zwar war das 2013 bei der Wahlparty zum dritten Regierungsantritt. Also die dritte Mal, als sie gewählt worden ist, da gab es eine Wahlparty. Und bei dieser Wahlparty ist Folgendes passiert. Völlig jetzt mal wertungsfrei beobachten, was da passiert ist. Oh, die Emotionen gehen gleich hoch, jawohl. Sie nimmt die Flagge dem Grö aus der Hand und schmeißt sie weg. So, jetzt gehen wir erstmal. Ich wollte es eigentlich nur in Zeitlupe zeigen, aber ich habe dann was Interessantes entdeckt, und diese Analyse, diese profane Analyse von mir, wollte ich euch jetzt mal mitgeben und so. Also, wie reagiert sie selbst auf diese Situation? Wenn man sich ihr Bild genau anschaut, und das ist jetzt eine schlechte Auflösung natürlich, weil das war von YouTube, man sieht plötzlich, wie sie ganz kurz, nur 2-3 Frames, also Bruchteile von einer Sekunde, bleibt ihr Gesicht regelrecht stehen und sie erstarrt. Sie hat sich natürlich total unter Kontrolle, man sieht es nicht, man sieht es wirklich nur, wenn man das in Bild für Bild, 25 Bilder pro Sekunde, ein Frame anschaut, dann sieht man, dass sie eine ganz äußerst seltsame Reaktion hat auf die deutsche Nationalflagge. Und noch etwas, sie nimmt diese Flagge und gibt sie ab. Dachte mir auch so, vielleicht wollte sie das nicht, so nationalistisch oder sonst irgendwas. Aber dann ist mir noch etwas aufgefallen, nämlich in dem Moment, als sie diese Flagge aus der Hand gibt, schließt sie ihre Augen, sie macht die Augen zu, jetzt hat sie die Augen geschlossen, hat die Hand irgendwo rausgehalten, und in dem Moment, als irgendein Bodyguard oder was weiß ich, Leute das abgenommen haben, erst in dem Moment wendet sie sich ab und geht zurück. Also sie hat beim Moment der Übergabe seltsamerweise auch das Gesicht und die Augen abgewendet von dieser Flagge. Das hat mich dann irgendwie verstört. Das fand ich dann irgendwie sehr, sehr seltsam. Und vor allem, wenn wir nochmal, ich komme dann gleich mal auf Sie zurück, aber wenn wir jetzt nochmal die Reaktion der Umstehenden anschauen. Das Beste ist wirklich der damalige CDU-Generalsekretär Helmut Gröhe. Wie jetzt? Was? Ich will doch jetzt hier eigentlich nur was, wieso nimmt jetzt Mutti mir die Flagge weg? So, kann mir mal jemand erklären, was ist denn gerade passiert? Das ist ja komisch. Und dann kommt die Lady zurück und er dann so, ja, mache ich halt weiter, ne? So irgendwie. Und noch besser finde ich Frau von der Leyen. Das kann man auch wirklich nur im 1:1-Bild sehen. Also die Dame kommt jetzt irgendwie, hat sich an der Bühne nach vorne gebeugt, kommt aus dem Bild gewuppt und sie sieht das mit der Flagge, sieht, wie die Flagge darüber kommt, so irgendwie so, was macht die jetzt? Man sieht auch, wie ihre Klatschbewegung plötzlich innehält, also die Amplitude der Klatschen wird weniger. Die hält sogar kurz an, dann dreht sie sich verlegen weg, guckt mal so zur Seite, so, aha, okay, was ist jetzt das hier? Und dann geht die Merkel zurück und die von der Leyen dann so, okay, es ist alles wieder gut. Hi, 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 wir haben gewonnen. Das fand ich nur interessant, aber witzig, nicht witzig, sondern am besten ist dann noch eine Nahaufnahme von dem Fernsehsender da und man sieht dann eine Reaktion, ein kurzes Kopfschütteln von ihr und ein Blick, der leicht ins Säuerliche geht, der bei dieser Flagge da ist. Und das hat mich dann wirklich, wirklich animiert, diesen weit berühmten amerikanischen Spruch auszudrücken, so WTF, wer das nicht weiß, so what the... Was passiert da? Und wenn man das jetzt einfach mal, also ganz wertfrei, okay, ohne Wertung, die deutsche Regierungschefin, die erschrickt regelrecht beim Anblick der deutschen Nationalflagge,
dann kann sie sie nicht mal anschauen, sondern muss weggucken, wenn sie sie übergibt. Dann mit verschlossenen Augen und Händen gibt sie dann weg. Sie schüttelt ablehnend den Kopf und wendet sich dann auch noch angewidert ab. Und das hat mich dann irgendwie wirklich, wirklich nachhaltig beschäftigt, schon seit 2013. Ich habe dann mal auch etwas gefragt. Also es gibt einen medizinischen Ausdruck, unter dem unsere Regierungschefin leidet und den aber kein Mensch mehr oder weniger so richtig weiß. Nämlich nennt sich Onychophagie. Also Frau Merkel ist exzessive Nägelkauerin. Und Fingernägelkauen, das ist also in den meisten Fällen tritt das Fingernägelkauen im Zusammenhang mit ungelösten Konflikten und Anspannungssituationen auf. Die Betroffenen können nicht angemessen mit Stress und Anspannung umgehen. Und normalerweise hat sie sich recht gut unter Kontrolle, aber wenn man 8 Stunden im Bundestag sitzt, dann ist es halt manchmal schwierig und dann kommt die da so weiter. Also offensichtlich lebt sie in einem permanenten, angespannten Stresszustand. Und wenn wir uns jetzt an diesen Sommer erinnern, dann können wir ja noch, wissen wir ja noch, ne, da war der ukrainische Präsident da. Mach mal den Ton Große aus, Sorge bitte. Um Angela Merkel. Und in dem Moment war ich auch echt erschüttert, weil ich gedacht habe, oh, da ist ein Mensch, der wirklich extreme Probleme hat und wirklich losgelöst von die böse Merkel und so, sondern die hat ein Problem massiver Art. Und sie hat da gezittert, während die deutsche Nationalhymne gelaufen ist. Nicht bei der ukrainischen, sondern bei der deutschen Nationalhymne hat sie gezittert. Und das Ganze ist nochmal passiert. Ich glaube, es war der dänische Ministerpräsident, der da war. Bei dem ist es auch passiert, wo sie wieder diesen Stress hatte. Und hier ist noch etwas interessant. Wenn wir nämlich ihre Entourage hinten anschauen, Regierungsversprecher Seibert, sorry, ich habe mich versprochen, dann eine Phalanx von gewissen Sekretären und so weiter. Und jetzt guckt mal den Kopf an von dem vierten Mann von links, wie der da hin und her schaut. Er guckt zum Chef. Siehst du das? Sag mal hier, was machen wir jetzt? Also wichtig ist zu verstehen, wenn ein Regierungschef in so einer Situation so einen massiven nervlichen Anfall hat und kein Sanitäter taucht auf in dem Moment, bedeutet das, das muss eine bekannte Kondition sein. Das heißt also, das ist bekannt, dass sie unter diesem Problem leidet. Sie ist nicht in dem Moment, ist niemand hingegangen und hat gesagt, Frau Dr. Merkel, lassen Sie uns bitte so. Nein, die wissen, dass da ein Problem existiert. Und kurz danach ist sie sogar nach Tokio geflogen zu irgendeinem Gipfel. 12 Stunden nonstop. Sogar mit der Luftwaffe ist es mit Luxuskabine nicht so einfach, so ein Langstreckenflug, ja. Mann, einer hat gesagt, naja, wenn du mit Luftwaffe fliegen musst, vielleicht zitterst du dann auch deswegen. Ja? Also vielleicht war das der eigentliche Grund. Nein, aber ich möchte das jetzt wirklich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Und zwar, wenn man die Detailaufnahme anschaut von ihr, da gibt es jetzt mal eine Großaufnahme. Ach ja, es kam noch was. Dieser Zitteranfall kam nochmal und zwar bei einem Eid von einem neuen Minister. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ist auch egal, aber auf jeden Fall habe ich noch was gesehen. Und zwar hier, die Lippenbewegung von ihr. Sie macht irgendeinen Spruch zu sich selbst, mehrfach, vielleicht irgendeine Mantra oder irgendetwas so nach Motto, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Und jetzt wird es interessant, weil in dem Moment, wenn die deutsche Nationalhymne ausklingt, dieses Vaterland, dann sieht man, wie sie so gemacht hat und jetzt ist rum und jetzt gehe ich weiter. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und eigentlich ist der Zustand der deutschen Regierungschefin symptomatisch für den Zustand in diesem ganzen Land. Und ich sag's nochmal von Anfang an, löst euch von dieser, die ist die böse und wir sind die guten Rolle, sondern ihr müsst es von einer hohen Warte aus sehen. Auch sie spielt eine Rolle in diesem großen Spiel. Und ich versuche zu verstehen, was passiert da eigentlich? Und ich denke, ich bin kein dummer Verschwörungstheoretiker oder Unheilsprophet, wenn ich sage, dass wir so einer Situation momentan echt vorausschauen. Ich muss nur die Medien einschalten jeden Tag und ich sehe jeden Tag eine neue Situation, wie sie auf uns zukommt. Und wir hatten gerade gestern Abend eine interessante Diskussion, wo wir ein bisschen Brainstorming gemacht haben und ich möchte euch mal die Quintessenz dieses nächtlichen konspirativen Treffs mitgeben. Das ist übrigens, jetzt löse ich auch mal ein Geheimnis, dass das oft so der Fall ist, dass sich hier in sinisteren Kreisen im Hintergrund die ganzen Köpfe dieser Bewegung treffen und dann konspirativ das Ganze voranbringen. Blödsinn, wir haben zusammengesessen, es war feucht fröhlich und wir haben dann gesagt, was ist denn eigentlich so komisch in unserem Land? Und ich habe da ein paar Sachen gefunden. Die sind wirklich außergewöhnlich seltsam, was auch nur in Deutschland stattfindet. Zum Beispiel, dass es offensichtlich deutsche Manager als einziges schaffen, sich freiwillig in Amerika wie die VW-Manager selber anzuzeigen.
Das habe ich eigentlich so noch nie anders so mitgekriegt. Und dann gibt es auch diese Firma Bayer. Bayer hat sich gedacht, ach, das ist eine geile Idee, wir kaufen diesen Agrarriesen da Monsanto, obwohl man wusste, dass seit 20 Jahren irgendwelche Gerichtsverfahren von den Opfern von Glyphosat und sonst was eigentlich schon warten. Und bam, wer hätte es gedacht, das konnte niemand wissen. In dem Moment, als Bayer das verkauft hat, wurde Monsanto mit einer Klagewelle überzogen. Mit Milliarden. Also Monsanto war mal, ich weiß nicht, oder Bayer war mal so viel wert und jetzt ist es 60 Milliarden weniger wert. Ist interessant, ja? Oder zum Beispiel dieses Chaos, dieses vorprogrammierte Chaos mit den E-Autos. Wir sollen alle E-Autos fahren, aber wenn jetzt jemand versucht, in seiner Straße einen Schnellladeanschluss zu kriegen, dann sagt die Stadtverwaltung, das geht nicht, weil da haben schon zwei so einen Anschluss, der dritte würde das Stromnetz überlasten. Das heißt also, wenn in Schwabing einer so eine Kiste hat, dann kann er das gar nicht tanken, es sei denn, er läuft 3 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle. Also dieses Chaos, was da... mit der Elektroauto-Wahnsinn, was da kommt, das ist nicht durchdacht. Genauso ist es recht seltsam, dass unsere Schlüsselindustrie, sprich Automobile, deutsches Auto, BMW, Mercedes und so weiter, dass die sich selber abschaffen. Die letzte IAA war eine Farce. Da kam nur noch ein ausländischer Aussteller, sonst war da gar niemand mehr da. Okay, wegen den Protestanten vor der Tür kam auch keiner mehr rein, aber die deutsche Autoindustrie, jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland, schafft sich gerade selber ab. Und dann noch etwas, Energiewende, muss ich jetzt nicht mehr aufgreifen, schaut den Vortrag von letztes Jahr an, das führt ins blanke Chaos. Je mehr Windräder aufgestellt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für so ein Blackout für Wochen. Auch nicht uninteressant. Und dann kommen wir noch kurz zu unseren Streitkräften, die Bundeswehr. Also als ich in den 90er Jahren da war, war das schon ein Sauladen. Okay, da hat eigentlich nichts funktioniert. Aber jetzt geht da gar nichts mehr. Schiffe, U-Boote, Hubschrauber, Flugzeuge, die Flugbereitschaft. Kein Flieger von der Flugbereitschaft hat irgendwie offensichtlich da noch kein Problem. Also ich überspitze das Ganze jetzt ein bisschen, ja, also könnt ihr mich nicht drauf festnageln. Also es ist wirklich eine Riesennummer. Und dann ist da noch etwas, große Bewegung auf der ganzen Welt, Amerika, Kanada, die sind ganz vorne dran mit Cannabis als Medizin im goldenen Blatt von meiner Schwiegermutter, stand neulich eine Cannabis-Werbung drin. Ich dachte mir, hallo, wie weit sind wir denn jetzt schon? Ja, so. Das ist also schon angekommen bei der Bevölkerung, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Die Regierung, seltsamerweise auch alle Grüninnen, nichts davon wissen wollen, nichts davon. Wir verschlafen vollkommen eine Zukunftsentwicklung, Hanf als Medizin, als Rohstoff, kommt überhaupt nicht vor. Ja, und dann im Endeffekt dieses mediale Schlachten von den ganzen deutschen Traditionsunternehmen, da war vor kurzem erst wieder irgendeine Familie, Balsen, glaube ich, da kam jetzt irgendwie raus, ja, da war irgendeiner war bei der NSDAP oder sonst irgendwas, vor 70 Jahren irgendein Vorfahre. Und jetzt kam ein Shitstorm über die Enkelin oder von dem und dem und dem. Wieso versuchen wir die ganze Zeit, unsere eigene Kultur kaputt zu machen? Und noch etwas, ich habe jetzt noch eine ganze Liste, ich will es gar nicht nochmal weitermachen, also zum Beispiel Stuttgart 21, Berlin, das sind ja auch so Musterprojekte, die wir haben. Super, super, die Chinesen haben 4 Jahre gebraucht für 100 Millionen, wir schaffen es nach 11 Jahren noch nicht für 25 Millionen, das muss uns erstmal einer nachmachen. Ja? Und dann haben wir noch drüber nachgedacht, das ist dann der letzte Punkt, das in Deutschland wirklich seltsam ist. Habt ihr euch noch nie gefragt, warum Deutschland das einzige Land ist, wo es kein Tempolimit gibt? Also ich war jetzt 2000 Kilometer an der Ostküste unterwegs, eine Woche lang, und es fließt und man fährt hin und her und da. Die fahren auch alle ein bisschen schneller, die fahren alle Mehrwertsteuer. Kennt ihr das? 19% plus. Also immer so ein bisschen Mehrwertsteuer dazu. So fahren die Amis auch. Aber da gibt es keine Hetze, kein Gedrängel in Kanada. Die lassen einen vorbeifahren. Und dann komme ich hier auf die Autobahn und sehe hinter mir das Audi A7 BMW Mercedes Jagdgeschwader anfliegen. Zu. Und was geht hier ab? Ja, so. Und das überträgt sich natürlich dann auch vielleicht, ja, meine naive Vorstellung, in den Alltag, wenn ich am mittleren Ring einscheren möchte, dass, nein, meine Linie, kommst du nicht rein. Schuhe scheiße, Fresse scheiße, kommst du nicht rein. Ja, so. Diese Mentalität, das ist, warum ist das nur in Deutschland so? Und ich mache das lustig, ja, aber es ist eigentlich gar nicht lustig. Und ich habe in Sachen Finanztechnik nicht so den Riesendurchblick. Also ich würde es mal so sagen, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, wenn es um Geld geht. Aber ich habe mich mit den hellsten Lichtern unterhalten. Und das eine Licht, das ist der Herr Krall. Dr. Markus Krall, lest euch dieses Buch durch. Ihr kennt ihn alle schon. Es gibt, wie beim 11. September, ein Vorher und ein Nachher. Ihr habt das Buch gelesen oder lest den Vortrag von ihm an. Es gibt auch ein Interview, das er bei uns gemacht hat. Wenn ihr das lest... Something's different afterwards. Übersetzung, alles ist anders.
Und er spricht von 5 Schwänen. Ich möchte nur kurz diese 5 Schwäne, die er in diesem Buch skizziert, mal erklären. Das erste ist ein Hyperinflationsschub von 11 Milliarden. Ich lese es jetzt gar nicht genau vor, was ich mir da vorgemacht habe, aber es geht im Endeffekt um Folgendes. Durch die Niedrigzinspolitik der EZB haben sich in den letzten Jahren mehrere Firmen, die eigentlich unproduktiv sind, die bei einem normalen Markt aussterben würden, also verschwinden würden, weiter am Leben gehalten. Das sind ungefähr 14% der Unternehmen, die eigentlich schon lange pleite wären, die aber jetzt durch diese Niedrigzinspolitik permanent noch weiter schlecht wirtschaften. Das heißt also, wenn jetzt eine leichte Zinserhöhung kommt, fallen auf einen Schlag 14% der Unternehmen aus. Das sind 50 Millionen Arbeitslose in Europa von heute auf morgen. Okay? Das ist so, was er mit meint mit Hyperinflationsschub, ist zu komplex. Ich merke gerade, das würde viel zu weit führen, das zu erklären. Ich will euch nur die Schwäne kurz zeigen. Ja? Also da passiert etwas. Ein bisschen Drehen an der Zinsschraube, babum. Dann haben wir, was er auch mehr oder weniger richtig analysiert, das Verschwinden der Parteiendemokratie. Weil genauso wie die Zentralbanken unser Geld und unser Wirtschaftssystem mit Unmengen an Geld erdrängt wird, hat auch die Politik versucht, mit großzügigen Geldgeschenken diese gesellschaftlichen Missstände unter den Teppich zu kehren. Ja. Keine Veränderung, kein Risiko. Merkels ruhige Hand ist da der geläufige Begriff dafür. Reformstau, alles auf die lange Bank schieben. Deutschland verschläft jeden Trend. Und der Professor Mausfeld beschreibt es ja in seinen Büchern als Scheindemokratie, in der wir leben. Eine bloße Illusion, die bald Geschichte sein wird, weil er und viele andere schlaue Köpfe, die sehen ein Ende dieser Parteiendemokratie vor uns, eindeutig. Und dann der dritte große schwarze Schwan, ja, das ist das Verschwinden der großen Unternehmen. Da sagt er davon, dass Risikovermeidung ist da eigentlich das große Problem und große Unternehmen, die werden mit einer Geschwindigkeit weggefegt werden, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also der dritte Schwan ist das Ende der nicht anpassungsfähigen großen Unternehmen, die sich eigentlich so mehr oder weniger in politische Gebilde entwickelt haben und um die sich als Aktiengesellschaft mehr oder weniger vom Eigentum komplett entfremdet haben. Wird es ein großes Sterben geben von diesen Dingen. Das da ist super komplex, aber es geht im Endeffekt darum, dass die Computertechnologie der Quantencomputern in der nahen Zukunft vor uns stehen wird. Es geht darum, das hat das Potenzial, diese Quantentechnologie hat das Potenzial, also alles auf den Kopf zu stellen, was wir uns jemals ausgedacht haben. Die Leistungsfähigkeit von so einem Quantencomputer, die hängt davon ab, wie viele Atome wir in einen Käfig einsperren können und damit quantenmechanisch beschäftigen können. Okay? Also wenn wir jetzt 330 so Quantenbits einsperren können, daraus ergibt sich dann eine theoretische Rechenleistung von 10 hoch 99 Iterationen pro Sekunde. Und damit man sich das mal vorstellen kann, das ist eine Trilliarde mal mehr Recheneinheiten, als es Atome im Universum gibt und das pro Sekunde. Okay? Alle Atome des bekannten Universums, aller Planeten, Sterne, Galaxien, alles und das multipliziert mit einer Trilliarde, also 10 hoch 21. Und diese unvorstellbare Zahl macht ein Quantencomputer an Rechenschritten in einer Sekunde. Das bedeutet, wenn so ein Computer ans Netz geht, sind alle Verschlüsselungsverfahren obsolet, weil der innerhalb einem Bruchteil von einer Sekunde jeden Algorithmus löst, jede Verschlüsselung. Es gibt keine Geheimnisse mehr. NSA, CIA, alles, es wird sich alles auflösen. Der Erste, der diesen Computer in der Hand hat, wird eine neue Welt schaffen. Und diese Technologie steht in den 20 Jahren vor der Tür, hat er gesagt. Und dann kommt er noch zu dem großen schwarzen Schwan, das geopolitische Vakuum. Er spricht dann davon, dass quasi der Baum der Freiheit immer wieder mal mit dem Blut von Tyrannen und Patrioten getränkt werden muss. Ich gehe da nicht ganz seiner Meinung mit, ich sehe es jetzt nicht ganz so, aber er geht eindeutig davon aus, dass es hier geopolitische Bestrebungen geht, die also wirklich in eine Richtung gehen, ich will es jetzt nicht näher ausführen, also große Transformationen in gesellschaftlichen Prozessen. Also da passiert gerade sehr viel. Und das sind Dinge, die ich mir natürlich die ganze Zeit auch frage, so was passiert jetzt da wirklich? Kommt es jetzt auf uns zu? Kommt der große Crash auf uns zu? Und ich höre das jetzt seit dem Jahr 2000 eigentlich mehr oder weniger, Y2K, wir erinnern uns, 99, 2000, geht die ganze Welt unter, weil irgendein Idiot 2 Zeilen vergessen hat in einem Computersystem und nichts ist passiert. Dann, was kam dann als nächstes? Ja, dann war 2008, 2009 die große Wirtschaftskrise. Ging auch relativ entspannt an den meisten von uns vorbei, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Dann kam der große Weltuntergang 2012, wo auch irgendwie nichts. Ne, so. Und dann ist jedes Jahr mehr oder weniger dieser große Crash prophezeit worden. Ständig, ständig, ständig. Und ich bin es irgendwie leid. Aber jetzt ist es anders, weil nach Aussage von Dr. Krall, nächstes Jahr, nach seinen Zahlen, und er kann ja wirklich die Zahlen einsehen, diese ganzen Zins
politischen Maßnahmen aufgebraucht sind. Es gibt, the game is over, der Drops ist gelutscht, finito, niente, da geht nichts mehr. Das heißt also, entweder wird das Sterben der Banken diesen Crash einlösen, weil die durch die Niedrigzinsen kein Geld mehr machen und die sind eigentlich schon pleite, zusätzlich aller Versicherungsgesellschaften und Rentenanstalten, da ist kein Geld mehr da, das weiß nur niemand, ja? Oder eben die Anhebung der Zinsen wird diesen Crash auslösen. Also es stehen da so eine ganze Reihe von Dominosteinen dran und es ist nur eine Frage, wer den ersten Stein umstößt, welches Ereignis, und das ist eine einfach mathematische, folgerichtige Schlussfolgerung, dass das in naher Zukunft bevorsteht. Und wie gehen wir damit um? Sollen wir jetzt alle die großen Prepper werden und sagen, oh Gott, ich muss meinen Vorratskeller aufmunitionieren und ich brauche eine Armbrust und sonst irgendwas so? Maybe. Wenn ihr in dieses Feld eintauchen wollt, so be it. Macht es. Ja, irgendwie so. Also ich würde bestimmt auch ein paar mehr Nudeln jetzt kaufen in nächster Zeit und vielleicht auch ein bisschen Klopapier. Das schadet nicht, okay? Weil wenn es dann soweit ist, bin ich zumindest derjenige, der noch ein paar Tage länger nachdenken kann über das Ganze. Aber nicht in diese Panik eintauchen jetzt, okay? Prepper, Prepper, Prepper und so weiter. Ihr müsst auch nicht unbedingt nach Kanada auswandern, wie es viele es machen. Aber es wird wohl einen Grund haben, warum in den letzten Jahren 6.000 Millionäre aus dem Land weggegangen sind. Das sollte man sich einfach mal vor Augen halten. Weil dieses System, wie es bis jetzt einfach da war, füttert einen Moloch, der militärisch-industrielle Medienkomplex, der MIK, Military Industrial Complex hieß es ja damals, als Eisenhower in seiner Abschiedsrede vor diesem Komplex gewarnt hat. Und jetzt kommt ein M dazu, der militärisch-industrielle Medienkomplex, der uns in eine Wohlfühlstimmung wiegt, den ganzen Tag mit Dribble, Shock and Nonsense, was wir alles erleben in den Medien. Ja? Tiditainment nennt sich das. Früher war es bei Tutti Frutti, das hat mir ehrlich gesagt besser gefallen, die Joko und Klaas, ja? Aber hat sich eigentlich nicht viel dran geändert. Ja? Damals war ich in meiner Pubertät so, oh, nein, stimmt nicht, die ersten Brüste waren Ingrid Steger, das war auch, hat einen Eindruck gehabt. Ja. Klimbim. Und die war toll. Also wir haben Themen, die uns wirklich unter die Haut gehen in dieser Welt. Und ein Thema, was auch immer wieder auf uns zukommt, ist natürlich das Thema Flüchtlinge. Aber ich möchte es anders bezeichnen. Das sind flüchtende Menschen. Das ist wirklich auch sondern man muss sie anders bezeichnen. Ja, natürlich, diese sind 65 Millionen Menschen sind zurzeit gerade in der Welt unterwegs. Aufgrund des Verhaltens gewisser Kreise und aufgrund des Verhaltens von uns, weil wir nicht genügend dagegen protestiert haben. Also, dass die Menschen sich auf den Weg machen, hat auch mehr oder weniger mit uns zu tun, weil wir nicht in der Lage waren, als Kollektiv dagegen anzugehen und sagen, stopp, nicht in meinem Namen. Irak ist scheiße da. Wieso gehen wir nach Syrien? Was soll das? Hol die Luftwaffe zurück. Das brauche ich nicht. Und ich möchte das Thema auch gar nicht so groß machen, aber es gibt ein Video, das bestimmt einige von euch kennen, das geht nur 3-4 Minuten. Und zwar ist es ein Professor Beck, der in einer amerikanischen Universität einen Vortrag hält, wie in sich schizophren die gesamte Flüchtlingspolitik auf dieser ganzen Welt eigentlich ist. Und ich wünsche euch da jetzt einfach mal einen großen Erkenntnisgewinn bei diesem Video, das mir geholfen hat, vieles zu verstehen. Mit Ton bitte. Weltarmut, Immigration und Gummibälle. Eine Präsentation von Roy Beck. Manche sagen, dass Massenmigration in die USA dabei helfen kann, die weltweite Armut zu reduzieren. Ist das wahr? Nun, das ist es nicht. Und lassen Sie mich zeigen, warum. Dieser Kaugummiball soll 1 Million legaler Migranten repräsentieren, welche die USA im Schnitt seit dem Jahre 1990 aufgenommen hat. Nun, wer in dieser Welt braucht unser humanitäres Mitgefühl? Die Weltbank hat eine Erhebung über die Ärmsten dieser Welt gemacht und sie verdienen weniger als $2 pro Tag. Und wie viele Menschen auf der Welt leben nun mit unter $2 pro Tag? Wir starten mit Afrika. In Afrika allein gibt es ca. 650 Millionen Menschen, die mit weniger als $2 am Tag auskommen müssen. 650 Millionen. Und in Indien weitere 890 Millionen Menschen. Sehr arm. Und China weitere 480 Millionen Menschen, die weniger als $2 pro Tag zur Verfügung haben. Und bedauerlicherweise hat der Rest Asiens herzzerreißende 810 Millionen Menschen, von denen die Weltbank sagt, dass sie weniger als $2 pro Tag verdienen. Und schlussendlich sind da 105 Millionen unter den Lateinamerikanern, die sehr arm sind. Insgesamt, so die Weltbank, gibt es 3 Milliarden arme Menschen weltweit. 3 Milliarden Menschen, die sehr arm sind und weniger als $2 pro Tag zur Verfügung haben. Das sind 3000 Kaugummibälle.
Und jedes Jahr nehmen wir 1 Million bei uns auf und behaupten, wir hätten eine humanitäre Veränderung gebracht. Die Mehrheit unserer Migranten kommt aus Mexiko. Und Mexiko ist arm. Wie viele Menschen leben auf dieser Welt, die ein geringeres Durchschnittseinkommen als Mexiko haben? Und die Weltbank sagt uns, dass es diese 3 Milliarden sind. Plus weitere 2,6 Milliarden Menschen. 5,6 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die in Ländern leben mit einem Durchschnittseinkommen unter dem von Mexiko. Das sind 5600 Kaugummibälle. So, und was ist es, was die Eliten uns erzählen? Sie sagen uns, dass wenn wir 1 Million Migranten aufnehmen, dass wir dann, wie kein anderer, die weltweite Armut bekämpfen. In dieser Angelegenheit voranzukommen, ist nicht nur unmöglich, das ist eigentlich noch schlimmer, als es hier schon aussieht. Denn als wir im letzten Jahr 1 Million Migranten aufgenommen haben, haben all diese Länder zusammengerechnet, Geburtsraten abzüglich Todesrate, 80 Millionen mehr Menschen unter die arme Bevölkerung gebracht. Und in diesem Jahr bringt die Regierung 1 Million legale Migranten ins Land. Und in diesem Jahr, so sagt die UN, erwarten diese Länder weitere 80 Millionen mehr Menschen. Und im nächsten Jahr, da können Sie sicher sein, bringt die Regierung, wenn sie nicht von den Wählern gestoppt wird, dann bringt diese Regierung weitere 1 Million Migranten ins Land. Und diese Länder bringen leider weitere 80 Millionen zusätzliche Menschen in diese verarmten Nationen. Wir können 5 Millionen im Jahr aufnehmen. Wir werden damit nicht in diesen Ländern weiterkommen. Nicht in diesem Jahrhundert. Erkennen Sie nicht, dass Migration niemals ein effektiver Weg sein kann im Umgang mit diesen leidenden Ländern? Ihnen muss dort geholfen werden, wo Sie leben. Lasst uns Ihnen dort helfen. Danke sehr. Das war für mich damals neu, das habe ich irgendwann letztes Jahr gesehen oder vorletztes Jahr, dass also 2/3 der Menschheit, 5,6 Milliarden bei 7,5 Milliarden, unter dem Niveau von Mexiko leben. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Mexiko war, Mexiko ist bettelarm. Wer da von uns als Westler dahin geht, denkt sich, um Gottes Willen, diese armen Menschen. Und 2/3 der Welt leben unter dem Niveau von Mexiko. Das heißt also, wenn es uns wirklich erwischen sollte nächstes Jahr und hier alles uns um die Ohren fliegt, dann ist es nur der Zustand, auf den wir zurückfallen, auf dem der Großteil der Menschheit sowieso schon sitzt jeher. Okay? Und das ist das Zeitalter des Spätkapitalismus. Das sind die Auswirkungen eines Systems, das sich selbst überlebt hat und das mit verzweifelten Maßnahmen versucht, ihre eigene Macht, ihre eigene Systeme zu schützen. Und die Migranten, die absichtlich auch auf den Weg gebracht werden, müssen wir jetzt gar nicht ganz aufmachen, die werden mehr oder weniger auch als Mittel, als in deren Augen legitimes Mittel benutzt. Ich empfehle hier, Professor Kelly Greenhill zu lesen. Wer nicht Englisch möchte, kann es beim Kopfverlag machen. Weapons of Mass Migration. Migration als Waffe. Wie kann man das einsetzen, um Länder zu destabilisieren und so weiter und so fort? Und der Riss, der durch unsere Gesellschaft geht seit 2015, der hat damit auch zu tun. Und vielleicht ist das ja einer der Gründe, warum jemand überhaupt nicht klarkommt mit dem, was sie tun muss, warum diese Migrantengeschichte, wo keiner nachvollziehen kann, warum Dr. Angela Merkel das gemacht hat. Vielleicht gibt es irgendetwas in ihrem Wesen, in ihrer Biografie oder irgendetwas, was sie zu diesem Verhalten zwingt und sie kommt nicht damit klar. Ihr ist es nicht mehr möglich, das im Inneren zu verbergen, diesen Konflikt, den sie mit sich rumträgt. Die tut mir eigentlich leid. Versteht ihr? Die ist ein wirklich, da müsste es einen verantwortungsvollen Therapeuten geben, der ihr hilft. Ich meine das wirklich von innen heraus. Ja? Jefferson war der 3. Präsident der US und der Vereinigten Amerikanischen Staaten. Und von dem ist ein Zitat überliefert, das heißt: Ich betrachte die große Masse meiner Landsleute wirklich mit tiefem Mitleid. Sie lesen die Zeitungen und leben und sterben im Glauben, sie hätten etwas von dem erfahren, was sie zu ihren Lebzeiten auf der Welt geschah. 18. Jahrhundert.
19. Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert hat er das gesagt. Also das ist jetzt nichts Neues für die Menschen, dass es offensichtlich eine Manipulation gibt von gewissen Dingen, mit denen sich die Masse beschäftigen soll. Ja? Und dann, ja, ich habe das Thema eigentlich letztes Jahr schon angefasst, ja, und dachte mir, das ist jetzt durch, wir gehen zum nächsten Thema. Aber das Ausmaß an Irrationalität, was in den letzten 12 Monaten passiert ist, zwingt mich regelrecht dazu, dass ich dieses Thema nochmal aufgreife. Ja? Selber schuld, habt da keine Chance jetzt, ist mein Vorteil. Und wir haben eine hysterische Entwicklung hinter uns gemacht, dass dieses CO2, was schon die letzten Jahre wirklich einen richtigen Hype verursacht hat, jetzt nochmal vorangetrieben sind, indem ein junger Mensch instrumentalisiert wird für diese Agenda. Dieses kleine Mädchen hat im Jahr 2018, im August, einen Schulstreik begonnen. Sie hat sich einfach gesagt, ich gehe heute nicht in die Schule, ich sitze mich vor das Parlament und ich streike fürs Klima. Und zufälligerweise kam ein Journalist dabei, der hat es auf Facebook gepostet, dieses Bild von ihr, und darauf ging das Ganze viral. Das nennt sich dann, wenn etwas viral geht, bedeutet es, es verbreitet sich viel Lauffeuer im Internet. Und das Ganze ist dann in diese Bewegung gemündet. Das ist ein Düsseldorfer Karnevalswagen von diesem Jahr, mittlerweile haben wir die Fridays for Future-Bewegung, die quasi jetzt mehr oder weniger seit Monaten die Schlagzeilen bestimmt und alles kontrolliert, alles dreht sich nur noch darum, liebe Politikerinnen, wem der Klimawandel keine Angst macht, hat sich noch nicht damit beschäftigt, steht da. Hab ich aber. Hab mich wirklich damit beschäftigt. Und die anderen, die ganzen Staatsmänner, die sind jetzt irgendwie total heiß auf dieses kleine Mädchen. Ja, die wollen alle unbedingt mit ihr abgelichtet werden. Obama kümmert sich offensichtlich auch sehr ums Klima, aber nicht so wirklich folgerichtig, weil sonst hätte er sich kein Grundstück am Meer gekauft. Das ist ein neues Anwesen für 12 Millionen Dollar, direkt am Meer. Wenn er wirklich an das glauben würde, was er sagt, dass der Meeresspiegel ansteigt, ist es eine schlechte Investition. Hätte ich so nicht gemacht. Und es gibt, ich weiß nicht, wie viele Promis, die jetzt unbedingt sich mit ihr ablichten lassen wollen. The governor himself, he came from California and said to the girl, you can take my hammer with electric batteries. Ist dann doch gescheitert irgendwie, aber ich finde den Typ ja auch irgendwie cool. Ja? Aber in dem Moment folgt er auch dieser Agenda. Und überall wird das Mädel hingesetzt. Dieses unschuldige Gesicht, eine Jugendliche mit dem Gesicht eines Kindes, aber mit dem Verstand eines Erwachsenen. Ich habe dir mal zugehört, die redet die schlaue Sätze eigentlich, wenn man den Kontext sieht. Und schaut euch einfach nur mal die Damen an, die neben diesem Mädchen sitzen. Schaut euch die entzückten Gesichter an von diesen Frauen, die voller aufrichtiger Hoffnung auf dieses Kind schauen und sagen, endlich spricht jemand das aus, wofür wir schon lange gekämpft haben. Gott sei Dank bist du jetzt da, die heilige Schutzpatronin des CO2 sozusagen. Und dann schickt man dieses Kind auf eine Reise, recht werbeaufmerksam, wird die dann klimaneutral nach Amerika geschickt, um am UNO-Klimagipfel teilzunehmen, dass die ganze CO2-Bilanz natürlich nicht so ganz ausgeglichen ist. Das spielt in dem Moment eher eine untergeordnete Rolle, weil es mussten halt 4-5 Leute rüberfliegen, um das Schiff wieder zurückzuholen. Also wäre einfacher gewesen, sie und ihr Daddy fliegen darüber, machen ein bisschen Ablasshandelzahlungen, ja, so ein bisschen CO2-Klimasteuer dazu oder Ablassflüge, und dann wäre das kein Problem. Aber das Mädel sitzt auf der Yacht und segelt nach Amerika 2 Wochen. Und dann fand ich so interessant, die Aufdrucke auf diesem Schiff. A race we must win, climate action now. Also wir müssen dieses Rennen gewinnen im doppelten Sinne. Das schnelle Rennboot muss das Rennen gewinnen. Ja? Und noch geiler ist dieser Ausdruck hier. Unite behind the science. Vereint euch hinter der Wissenschaft. Vereint euch hinter der Wissenschaft. Und ich habe natürlich genauso wie ihr die ganzen letzten Monate diese ganze bizarre Situation mitverfolgt. Und dann habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht über dieses Mädchen. Wo kommt er eigentlich her? Und ein bisschen aus ihrer Biografie habe ich was gefunden. Und zwar ist diese Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, die ist in Stockholm geboren am 3. Januar 2003.
Die Eltern sind Svante Thunberg, ein Schauspieler, und seine Frau Malena Ernmann, ein Opernstar aus Schweden. Und ein entfernter Verwandter von ihr ist der Svante Arrhenius. Das war der erste Wissenschaftler, der den menschgemachten Klimawandel als Postulat vorangetrieben hat. Das war seine These, der das als erstes gebracht hat. Ja. Und die Mutter von Greta, es ist diese Dame hier, die war 2009 Schwedens Hoffnung beim Eurovision Song Contest und hatte dadurch natürlich gehopft in die Fußstapfen der anderen insgesamt 5 schwedischen Gewinner des Eurovision Song Contest zu treten. Daraus wurde nichts. Sie ist insgesamt nur 21. geworden von 25 Teilnehmern mit 33 Punkten. Aus deutscher Sicht ein Traumergebnis, ja, wenn man es mal so sieht. Ja. Aber wenn wir uns diese Dame mal genauer anschauen, da würden die meisten Leute jetzt irgendwie sagen, so, ist sie der Mann? Was? Die ist die Mutter irgendwie? Und ich möchte niemanden verurteilen, weil ich beurteile niemanden nach einem Aussehen. Aber wenn ich mir die Frau jetzt mal anschaue, dann ist sie zum ersten Mal sehr für Äußeres bedacht. Sie hat blonde, lange Haare, was sehr hübsch ist. Aber jede Frau, die schon mal mit solchen Haaren rumgelaufen ist, weiß, was dann passiert. Die Männer kleben an ihr wie am Honig die Bienen. Okay? Das erzeugt Aufmerksamkeit. Ein Mensch, der solch blondes Haar trägt, möchte einfach mehr auffallen. Kein schlechtes Motiv, das ist in Ordnung. Aber das ist etwas, was sie inhärent in sich trägt, offensichtlich. Außerdem scheint sie sehr fit zu sein. Ich glaube, die wenigsten Männer, wenn sie so machen, schauen so aus. Ich finde es ganz ansprechend, irgendwie fast schon ein bisschen zu viel irgendwo. Aber auch wenn ich mir so den Rest ihr anschaue, sie hat da ein bisschen auch vielleicht nachgeholfen. Sie hat gemeint, vielleicht ihre feminine Seite muss da noch ein bisschen mehr... Ohne Wertung, für sie ist es sehr, sehr wichtig, öffentlich gut dazukommen als Schauspielerin. Sie ist ja auch Opernsängerin, das ist ja auch eine Art Schauspiel. Also es ist wichtig für sie, wahrgenommen zu werden. Ja? Und diese Frau hat jetzt ein Buch geschrieben. Ich habe es nicht gelesen. Aber ich habe eine Rezension gelesen von einer Journalistin namens Ulrike Stockmann aus Berlin. Ich habe diese Rezension gefunden auf achgut.com. Und ich weiß nicht, ob das dieser Frau Stockmann auch recht ist, dass ich das hier zitiere. Aber so ist es eben, wenn Dinge im Internet kommen, dann nehmen die Dinge das auf. Und ich möchte euch das vorlesen. Ich mache es vielleicht auch ein bisschen kürzer dann. Aber es ist sehr wichtig, was in diesem Buch drin steht, um das Phänomen Greta Thunberg zu verstehen. Und der Titel von dieser Rezension heißt... Die Thunberg-Ernmanns, eine unendlich traurige Familiengeschichte. Greta Thunbergs Mutter Malena Ernmann hat ein Buch mit dem Titel Szenen aus dem Herzen, unser Leben für das Klima geschrieben. Sie schildert darin Gretas bisheriges Leben und ihren Weg zur Umweltaktivistin. Das Buch erschien in Schweden bereits im vergangenen August und endet, als Greta gerade ihren Schulstreik beginnt. Zufall. Ernmann hatte schon vor dem Ruhm ihrer Tochter als schwedischer Promi mit klimafreundlichen Social-Media-Posts und Kolumnen Aufmerksamkeit erregt. Nach der Lektüre dieses Buches wundert mich nichts mehr. Das, was öffentlich in Gestalt der Klimaprophetin Greta sichtbar wurde, ist lediglich die Spitze eines ausgemachten Familiendramas. Wikipedia schreibt, das Buch schildere, wie die Klimakrise eine Familienkrise verursacht hat. Nein. Das Buch schildert, wie die vermeintliche Klimakrise von einer Familie vorgeschoben wird, um sich der eigenen Krise nicht stellen zu müssen. Frau Ernmann ist eine erfolgreiche Opernsängerin, Mitglied der Königlich-Schwedischen Akademie und hat Schweden 2009 beim Eurovision Song Contest vertreten. Ihr Mann Svante Thunberg ist Schauspieler nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Greta und Beata von 2005 blieb er bei den Kindern, während Ernmann ihre Karriere weiterverfolgte. Ihre Engagements führten sie nach Berlin, Paris, Wien, Amsterdam oder Barcelona. Alle paar Monate eine neue Stadt, die Familie begleitete sie, unser Alltag war unvergleichlich, unser Alltag war einfach wunderbar, schreibt Ernmann. Doch Greta kommt in die 5. Klasse und plötzlich geht es ihr nicht mehr gut. Sie weigert sich zu essen, weint den ganzen Tag und ist depressiv. Irritierenderweise wird dem Leser dieser Wechsel abrupt in lediglich einem Absatz präsentiert, so als wäre es eine folgerichtige Entwicklung. Stattdessen möchte man fragen, ob bis dahin tatsächlich alles so wunderbar gelaufen ist. Weniger knapp wird hingegen Malenas Ernmanns Abschied von der Oper geschildert, den sie beschließt, nun beruflich kürzer zu treten. Am 2. November 2014 gibt sie ihre letzte Opernvorstellung in Schweden. Dieser Abend wird in immerhin 5 Seiten beschrieben, inklusive eines theatralischen Ohnmachtsanfalls seitens Ernmanns. Typisch Operndiva. Wenn sie im Folgenden den Zusammenbruch ihrer beiden Kinder darlegt, behält sie diesen eigenartigen Tonfall schwankend zwischen Bühnendramatik und einer seltsamen Abgeklärtheit bei. Nächstes Kapitel. Der Rezession, der Zusammenbruch zweier Kinder.
Gretas Hungerstreik wird lebensbedrohlich. 2 Monate lang isst sie fast nichts. Sie braucht 53 Minuten, um ein Drittel einer Banane herunterzubekommen. 5 Gnocchi kosten sie 2 Stunden und 10 Minuten. Die Eltern fahren ins Krankenhaus mit ihr ins Zentrum für Essstörungen. Schließlich steht sie kurz davor, eingewiesen und zwangsernährt zu werden. Nach einem entscheidenden Krisengespräch in der Klinik ist Greta bereit, wieder mit dem Essen anzufangen. Es wird besser. Doch ihre Essstörung bleibt bestehen. Zusätzlich werden bei ihr Asperger-Syndrom, hochfunktionaler Autismus und OCD, also Zwangsstörungen, diagnostiziert. Eines Tages sieht Greta in der Schule einen Film über die Verschmutzung der Weltmeere, in dem eine riesige Insel aus Plastikmüll gezeigt wird und bricht in Tränen aus. Auch ihre Klassenkameraden sind zunächst betroffen. Doch als die Lehrerin gegen Ende der Stunde ankündigt, für eine Hochzeitsfeier nach Connecticut zu fliegen, ist die Trauer dahin und alle unterhalten sich über die aufregenden Reisen ans andere Ende der Welt. Greta kann das nicht verstehen. In der Schule fühlt sie sich ebenso nicht wohl, weil sie durch ihr sonderbares Verhalten auffällt und gemobbt wird. Schließlich sitzt sie in der lauten, stickigen Schulmensa und soll einen Hamburger essen, umgeben von Gesprächen über Markenklamotten, Make-up und Handys. Fleisch, Mitschüler, Müllinsel, ihr wird alles zu viel. Dieser Augenblick wird zum Schlüsselmoment für Gretas späteres Engagement für den Klimaschutz, ihre künftige Mission. Ist es jetzt also zu weit hergeholt, ihren Kampf gegen den Klimawandel als einen Stellvertreterkampf gegen ihre persönlichen Probleme zu betrachten? Es kommt ein längerer Abschnitt, den kürze ich. Auch ihre Schwester entwickelt seltsame Verhaltensauffälligkeiten, aber die Mutter scheint diese Probleme überhaupt nicht wahrnehmen, nein, nicht zum Kern ihrer Probleme vordringen zu wollen. So bezeichnet sie sich selbst als Sozialphobikerin, die kaum eine Premierenfeier übersteht und nach Auftritten in Stockholm fluchtartig noch vor den Zuschauern das Theater verlässt und sich auf dem Fahrrad abschminkt. Das mache sie aber ungemein effektiv. Und dieses permanente Schönreden von Dingen, die eben nicht schön sind, sondern belastend sind, steht Ernmann bei der Erkenntnis ihrer eigenen Person, aber auch des Wesens ihrer Kinder im Weg. Einerseits wehrt sie sich dagegen, dass andere ihre Töchter wegen ihrer Diagnosen abstempeln. Andererseits stilisiert sie diese Handicaps im nächsten Moment zu Superkräften. Nicht ein einziges Mal im gesamten Buch stellt sie sich selbst oder ihren Mann als Eltern in Frage. Schuld sind immer die anderen. Die Schule, die Gesellschaft, das Gesundheitssystem oder der Klimawandel. Denn es ging uns beschissen. Mir ging es beschissen, Svante ging es beschissen, den Kindern ging es beschissen, dem Planeten ging es beschissen, sogar dem Hund ging es beschissen, heißt es weiter. Eine Projektion des eigenen Unglücks auf den gesamten Globus. Die perfekte Ausrede, damit sich Marlene Ernmann keiner innerfamiliärlichen Untersuchung, Ursachenforschung für die Misere stellen muss. Und jetzt geht's weiter. So mit viel Pathos nimmt sie CO2-Werte, Statistiken über psychische Kinder- und Jugenderkrankungen und Burnout, Aufzählungen von Unwetterkatastrophen der vergangenen Jahre auf. Und dann gibt sie noch ein bisschen Feminismus und Antirassismus dazu, rührt einmal um und fertig ist der pathetische Rest von diesem Buch. Es geht dabei um ausgebrannte Menschen auf einem ausgebrannten Planeten. Und die Frau Stockmann schlussfolgert, eine neurotische, verdrängende Frau flüchtet sich in einen Klimawahn. Selbst ihre Flugangst versucht sie mit ihrem schlechten Gewissen über den CO2-Ausstoß zu klären. Am Ende bekommt sie Burnout und eine eigene ADHS-Diagnose. Um ihren Mann kann es leider nicht viel besser bestellt sein. Sie zitiert ihn an einer Stelle mit: Ich unterhalte mich nicht mit meinen Nachbarn, ich schaffe es ja kaum, mit meinen Freunden oder meinen eigenen Eltern zu sprechen. Die herbeiprophezeite Klimakatastrophe gibt Marlene Ernmann und ihrer Familie die Möglichkeit, das eigene Schicksal und auch die Zuständigkeit für das eigene Wohlergehen hintanstellen zu können. Die Erde ist krank, die Thunbergs sind krank, also sind wir alle krank. Erst wenn die Menschheit sich ändert, wird es auch Familie Thunberg-Ernmann besser gehen. Hoffnungslose Projektion, kindischer Boykott der Eigenverantwortung oder einfach nur wahnhaftes Streben nach diesseitiger Erlösung? Das ist das Buch von Frau Elena Ernmann. Und eigentlich müsste man sagen, dass die Probleme, die dieses Kind hat, in die Hände gehören von einem verantwortungsvollen Therapeuten, der sich dieser Familie annimmt. Die sind in ihrer gewissen Art und Weise dysfunktional und das hat sich auf dieses kleine Mädel übertragen, von Anfang an schon. Das dysfunktionale Verhalten der Eltern aufoktroyiert auf ein kleines, unschuldiges Kind, das auch noch einen Asperger-Tunnelblick hat. Und dann sieht dieses kleine Kind einen Film, Plastic Planet, der mich nachhaltig verändert hat. Ich habe geheult wie ein Kind. Weil wir wissen ja, dass Plastik die Meere verschmutzt. Und übrigens, es gibt eine neue Studie. Jeder von uns nimmt über Luft, Wasser und Nahrung die Menge von einer EC-Karte pro Woche auf. Wir essen pro Woche eine EC-Karte Plastik über unsere Nahrung und alles. Ich habe neulich im Hotel mal gebeten, er soll mal 52 Karten übereinander legen. Jeder von uns isst im Jahr so einen Block Plastik. Und nicht nur wir,
sondern auch in der Natur ist es mittlerweile ein echtes Problem. Das sind Aufnahmen von Pelikanen, die ihre Kinder mit Plastik füttern und die dann dementsprechend tot auf der Insel rumliegen. Und diese Insel ist jetzt nicht irgendwo neben Europa oder sonst irgendwo, sondern die ist, hier bin ich. Midway ist der halbe Weg zwischen Amerika und Japan, der halbe Weg, Midway, also tausende Kilometer entfernt. Und dort sind diese Inseln voller Plastik umrahmt. Also das Kind hat auch echt einen Grund zur Sorge, aber sie ging schwanger mit diesem Wir müssen den Planeten retten Film und dann kam auch noch der richtige Film dazu, als sie im Alter von 8 Jahren diesen Film gesehen hat. Mr. Al Gore. Der ehemalige nächste Präsident der Vereinigten Staaten, so wird er gerne vorgestellt in dem Film, als quasi moralische Instanz, der ja eigentlich hätte gewinnen sollen 2000 gegen Bush. Also hat man ihn ausgesucht als den hohen Repräsentanten The Church of Climatology. Hier, er ist der Klimapriester der Klimareligion. Der Mann hat in einem Film, ich mache es nur ganz kurz, das habt ihr alles in dem anderen Vortrag, einfach mal so eine Grafik gezeigt und den Verlauf von CO2 und Temperatur erklärt, hat dabei aber irgendwie übersehen, dass Ursache und Wirkung genau andersrum sind. Nämlich zuerst kommt die Temperaturerhöhung und dann die CO2-Erhöhung. So rum wird ein Schuh draus, der allen englischen Kindern, wenn da dieser Film gezeigt wird, vorher erzählt wird. Die deutschen Kinder, die alle diesen Film sehen müssen in der Schule, denen erzählt man das nicht. Aber man bekommt erzählt, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil sonst hätte der ja nicht den Nobelpreis bekommen und den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Also da sieht man mal, wie wichtig das ist. Deswegen habt ihr es jetzt auch wirklich kapiert. It's global warming, stupid. You got it. Und dieses Geschrei hört ein kleines Mädchen, das eigentlich, wenn sie mal lächelt, ein total süßer Teenager ist einfach. Die vielleicht eine nette, frohe Zukunft vor sich haben könnte, aber zu einer Fratze mutiert vor der UNO und die gesamte Menschheit an den Pranger stellt. How dare you? You have stolen my childhood. I should be in school on the other side of the Atlantic. Und so weiter. Kann natürlich auch sein, dass dieses Kind auch wirklich eine gute Schauspielerin ist. Nur mal ein kleiner Ausschnitt davon. Der Reporter stellt dir jetzt hier eine Frage. Bla 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 bla. I think... I'm sorry, what was the first question? What's the message you would like to send to our leaders by doing what you are doing? I think what we want to send is, the message we want to send is to say that we have had enough. And anyone else wants to answer that question? I can't. Das Mädel hat in dem Moment kein Skript vor sich liegen. Und ist vollkommen aufgeschmissen. Was für mich eigentlich nur ein weiterer Beleg dafür ist, dass das Mädel gar nicht weiß, was mit ihr wirklich geschieht. Dass sie vorne an den Karren hingespannt worden ist für einen Klimazug, der jetzt geht. Und ich mache mir echt Sorgen um dieses Kind. Also sie möchte, dass die anderen... Also sie ist jetzt hier in eine Rolle geschickt worden, die sie gar nicht begreifen kann. Mit 16 hat sie gar nicht die Möglichkeiten, das zu abstrahieren, was gerade um sie herum passiert. Und ich mache mir Sorgen deswegen, was ist, wenn diese ganze Blase platzt jetzt in 1-2 Jahren oder spätestens in 10 Jahren? Wenn das Mädel 26 ist, als junge Frau mit massiven depressiven Problemen, die erkennt, dass sie quasi verarscht worden ist die letzten Jahre. Der muss jemand helfen. Nicht das Opfer. Die ist nicht der Täter. Sie ist das Opfer in dieser ganzen Kampagne. Aber dieses unschuldige Gesicht, das wurde von den Hintergrundmächten einfach so instrumentalisiert. Und jetzt hat diese ganze Kampagne Fahrt aufgenommen. So richtig, richtig Fahrt aufgenommen. Klimastreik. Unsere Schüler gehen nicht mehr in die Schule am Freitag, sondern sie streiken. In den Ferien komischerweise nicht. Da haben sie andere Sachen zu tun. Aber dieses Verhalten wird komplett anders. Das war irgendwann im Sommer. Da haben sie in der Nähe von VW in Wolfsburg das Werk mit einer Zugblockade gemacht und man sieht hier oben, sieht man sogar noch hier, I want you to panic. Das ist das, was die Greta gesagt hat. Das ist deren Schutzpatronin. Das, was die sagt, ist deren Handlungsmaxime. Diese jungen Leute ketten sich an die Eisenbahnwaggons hin oder an die Schienen hin, damit die Eisenbahn nicht mehr drüber kann, damit sie das böse CO2 abschaffen. Und jetzt gerade letztes Wochenende in Berlin, Extinction Rebellion, na, die haben hier jetzt schon so einen Gruß. Und dazu einfach nur mal eine Minute lang, so nach dem Motto, die Wissenschaft ist settled, the science is settled, wir haben das alles geklärt. Hier ein kleiner Ausschnitt von Nur Wieso, es spricht Professor Werner Kirstein.
Ist der Klimawandel ein politisches Konstrukt? Ja, es ist ein Politikum und hat mit Wissenschaft wenig zu tun, denn dahinter, hinter den Kulissen, arbeitet die Politik. Die beauftragt eben Wissenschaftler und macht mal ein Gutachten, das unsere Ideologie stärkt. Insofern ist es eigentlich ein reines Politikum. Was ist Ihre Qualifikation, um über das Thema Klimawandel öffentlich Stellung zu nehmen? Ja, seit meinem Studium, das also 25 Jahre war ich da alt, habe ich mich mit Klimavariabilität befasst. Innerhalb des Physikstudiums und vor allen Dingen des Geografie-Klimatologie-Studiums, das ist Klimageografie. Von da an, also schon sehr lange stecke ich da drin. Ich habe also in dem Bereich veröffentlicht. Ich habe meine Doktorarbeit im Bereich der Klimavariabilität absolviert. Ich habe die Habilschrift, also die Zulassung für die Hochschullehrertätigkeit. Also schon ewig bin ich auf dem Gebiet tätig und war dann irgendwann 1986 völlig überrascht, dass das eine Wende nahm, die ich bis dahin nicht für möglich gehalten hätte. Es wird uns im breiten gesellschaftlichen Konsens als Fakt präsentiert, dass die Mehrheit der Wissenschaft den Klimawandel als menschengemacht betrachtet. Was ist Ihr Standpunkt dazu? Das möchte man gerne so als Fakt darstellen, weil 97%, sagt man, ist die Mehrheit, die hätte also diesen, steht hinter diesem Klimawandel. Aber es ist ja so, dass bei 12.000 wissenschaftlichen Arbeiten, die ausgewertet wurden, ungefähr 30% gesagt haben, ja, Klimawandel, das ist so schon mal die Richtung. Und davon waren es jetzt 97, von diesen 30% waren es 97%, die ein klares Votum abgegeben haben, ja, der Klimawandel ist vom Menschen gemacht. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. Das sind ja 97% von 30. Das ist ja nicht die Mehrheit. Aber das wird natürlich in der Öffentlichkeit nicht so bekannt gemacht. Professor Werner Kirstein, den habe ich jetzt, ich weiß nicht wie oft, schon interviewt. Und ich muss sagen, also mit wachsendem Erkenntnisgewinn habe ich den immer wieder gerne im Studio und bestätigt eigentlich das, wovon wir schon seit vielen, vielen Jahren gesprochen haben. Das ist eine politische Kampagne. Kann man die nächsten 2 Wochen vorhersagen? Keine Chance. Die nächsten 100 Jahre? Auf jeden Fall kriegen wir das hin. No problem, baby. Ich möchte daran erinnern, dass auch in den 70er Jahren noch vor einer Eiszeit gewarnt worden ist. Das, wie steht hier? Circular reasoning at its best, also Zirkelschluss auf der beste Art und Weise. Und nur mal so zur Veranschaulichung, was wird denn wirklich passieren, wenn mehr CO2 da ist? Von 385 ppm im Gewächshaus auf 835 ppm hochgepackt. Eigentlich müssten wir das machen. Wir müssten eigentlich sagen, hey, yes, hat ein Freund von mir neulich gemacht, Kapitän einer großen Airline, geht in Freiburg auf einen Marktplatz und sagt hier, CO2 ist Leben. Am Abend bekam er eine E-Mail, ob er psychische Probleme hatte in seiner Kindheit, weil er mit so einem T-Shirt rumläuft. Nur mal kurz zum Mitschreiben. Betrogen, gedaten, gefälscht und gelogen. Wissenschaftliche Institute sind beteiligt an dem Schwindel. Meinungsführer, Politiker haben als Gatekeeper, als Torwächter und geben den Deutungsrahmen vor. Jeder, der zweifelt, wird stigmatisiert und lächerlich gemacht, zum Leugner erklärt und durch den kollektiven Druck beugt sich die Mehrheit der Menschen der vermeintlichen Wahrheit. Was wir erleben, ist die vollkommene Loslösung von Realität. Und wir haben gestern noch ein paar so Zahlen uns überlegt, so, also nochmal zum Mitschreiben. Der Gesamtanteil der Atmosphäre, der Anteil in der Atmosphäre ist 0,045 Volumenprozent. Davon sind 96% natürlichen Ursprungs, 4% von uns Menschen und von den 4% sind 2% nochmal von uns Deutschen. Nur von uns Deutschen der Anteil sind 0,000056 Volumenprozent. Davon 2% sind Verkehr und Flugwesen zusammen. Und das sind insgesamt 0,000037%. Und wenn wir davon 30% einsparen wollen, was ja das Ziel ist von dieser Klimakampagne mehr oder weniger, kommen wir auf diese Anzahl. Wir sind jetzt hier im Millionstelbereich von 1%. Und das ist der Grund, warum letzte Woche ein radikaler Realismus vor Klimagerechtigkeit von der Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen verlautbart worden ist. Wir müssen jetzt einen radikalen Realismus schaffen, weil die Wissenschaft ist gesettelt. Ein Millionstel von einem Prozent, jetzt müssen wir aber wirklich handeln, okay? Und es wird noch besser. Habe ich gefunden, neulich Psychotherapeutenjournal, Ausgabe 3, 2019, hier unten der unterste Teil, zum Umgang mit der Klimakrise aus der Perspektive der existenziellen Psychotherapie.
Und das ist das Beste. Zusammenfassung. Ein breiter Konsens seriöser Forschung warnt vor dem Szenario einer bald nicht mehr abzuwendenden Spirale eines menschengemachten Klimawandels. Trotzdem scheinen sowohl große Teile der Bevölkerung als auch der Entscheidungsträger sich nicht für die drohende Zerstörung der Welt, wie wir sie kennen, angemessen zu interessieren. Die düsteren Prophezeiungen der Klimawissenschaftler werden heruntergespielt oder sogar geleugnet. Die nötigen klimapolitischen Schritte werden nicht unternommen. Der Artikel betrachtet diese Phänomene aus der Perspektive der existenziellen Psychotherapie und versucht hierbei sowohl auf mögliche Ursachen und Mechanismen dieser Verdrängung hinzuweisen, als auch konkrete psychotherapeutische Interventionen in Anführungszeichen abzuleiten. Plädiert wird zudem für eine aktive Beteiligung der Psychotherapeuten an Gesundheitskampagnen gegen diese weit verbreitete existenzielle Neurose. Das ist DDR 2.0, wo Wissenschaftler, Ärzte, Therapeuten irgendwann anfangen, der gehört therapiert, der muss behandelt werden. Und das Ganze, um das dann auch mal abzuschließen, dieses Thema, wird von Denkfabriken im Hintergrund veranstaltet, die sich seit Jahren und Jahrzehnten mit dieser Thematik ganz genau auskennen. Wir kommen auf die Mechanismen dazu, aber wer ein Buch darüber lesen möchte, ist schon wieder dieser Kopfverlag, William Engdahl, die Denkfabriken. Und wir wissen, dass die Wissenschaft sich kaufen lässt. Eins und eins ist zwei, aber eins und eins ist drei verkauft sich halt besser und wird besser bezahlt. So ist es. Und wir haben diese Situation in unserer Gesellschaft. Unbequeme Wahrheiten, da muss man wirklich von Kiel bis nach Regen fahren, um die zu erkennen. Die anderen stellen sich lieber da drüben an. Übrigens gibt es einen Gast, der aus Kiel hier angekommen ist. Mal einen Riesenapplaus für diejenigen, die bis von Kiel hier anfahren. Hier vorne sitzt er. Also, Ehrenpreis des Jahres 2009, weiteste Anreise. Awesome. Ja, und wir haben diese Menschen um uns herum. Was alle von uns wahrscheinlich auch eint, ist dieses: Gott sei Dank kann ich mich mal in einem Feld bewegen, wo ich nicht ständig von meiner Frau in die Rippen geboxt bekomme. Und du bist jetzt heute still mit deinen Themen, fang nicht wieder damit an. Das gibt nur Ärger. Weil immer das, wenn wir das aufs Tapet bringen, diese ganzen Themen hier, dann verursacht das natürlich bei den Leuten massive Ängste und die ganzen programmierten Programme werden dann laut. Und das ist eigentlich genau das, was mich am meisten interessiert, was ich auch glaube, was ich euch hier am meisten mitgeben kann. Was ihr jetzt gehört habt, ist natürlich alles bekannt gewesen in der einen oder anderen Art. Vielleicht ist es euch noch nicht so bekannt, aber so mehr oder weniger erzähle ich euch nichts Neues. Vielleicht auch bei dem nächsten nichts, aber der Zusammenhang, den wir verstehen müssen. Dass es also wirklich in unserer Zeit super schlaue, intelligente und authentische Menschen gibt, die dann nach vorne stechen, die durchstechen und sagen, so wie Professor Mausfeld, hey, Moment mal, hier läuft einiges schief. Warum schweigen die Lämmer? Warum haben wir diese Situation, wie wir sie eigentlich haben? Und dazu müssen wir ein bisschen zurückgehen. Und zwar, wir müssen versuchen zu verstehen das Verhältnis von den Eliten und dem Volk. Und es gibt so einen amerikanischen Intellektuellen namens Noam Chomsky, der hat das als das Hume'sche Paradoxon genannt. Hume, David Hume, das Hume'sche Paradoxon. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir klären, wer ist eigentlich David Hume? Ja, und David Hume, das ist einer der ganz Großen des 18. Jahrhunderts. Er war Philosoph, er war Historiker, er war Universalgelehrter. Und der hat sich eben damals schon mit diesen richtigen Fragen beschäftigt. Er hat sich mit dem Problem der Demokratie auseinandergesetzt. Und er hat gesagt, wie kann es denn passieren, dass die Mehrheit sich in der Leichtigkeit von einer Minderheit regieren lässt? Für ihn war das ein Wunder, das kam total überraschend und er hat festgestellt, die einzige Möglichkeit, mit der man das erreichen kann, ist über die Kontrolle der Meinungen. Denn nur so lasse sich erreichen, die Herrschaft der wenigen über die vielen. Und die Herrschaft der wenigen über die vielen ist das große Paradoxon in unserer Zeit. Das wird als das Hume'sche Paradoxon erklärt bei Wikipedia und anderen einschlägigen Literatur. Also die Menschen damals haben sich schon gesagt, what the fuck? Ein paar Leute und die kontrollieren den Rest. Wie haben 200.000 Engländer 800 Millionen Inder kontrollieren können? Einer der Väter der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der Verfassung, James Madison, der vierte US-Präsident, der hat es so ausgedrückt: Die Hauptverantwortung einer Regierung ist, die Minorität der besitzenden Klasse gegen die Majorität der Nichtbesitzenden zu schützen. Also mit anderen Worten ausgedrückt, eine Regierung muss in erster Linie dafür Sorge tragen, dass die Reichen immer reicher werden
und die Armen, also der Rest der Bevölkerung, davon nichts abbekommt. Okay, alles klar soweit? Das ist, was darunter verstanden wird. Ja? Und jetzt habt ihr gesehen, seit wann dieses Prinzip gilt. Also jetzt hat man aber das Problem, wie kann man die Demokratie erreichen und trotzdem die Forderung von Madison erreichen? Und da hilft eine ganz gute Idee, machen wir doch eine repräsentative Demokratie. Die hat nämlich den Vorteil, dass sie aussieht wie eine Demokratie, in Wirklichkeit ist sie aber gar keine. Die Bevölkerung glaubt, dass sie den Kongress wählt und damit die Gesetzgebung bestimmt, aber die Rolle von Wahlen, das ist eigentlich nichts anderes als ein Spektakel. Und den Besitzenden bietet sie so die Möglichkeit, über das Verfahren der Repräsentation letztlich genau die Entscheidungsprozesse in der Gesellschaft zu bestimmen, indem die Player reingestellt werden, indem die genau das machen, was wir anordnen. Ja, und wie kann man jetzt das Risiko erreichen? Wie kann man jetzt erreichen, dass das Risiko aus der Demokratie rausgenommen wird? Tja, und da gibt es einen deutschen Journalisten und Verleger, der hat dazu einen sehr aufschlussreichen Kommentar gesagt. Der hat nämlich gesagt, Parlamente schützen die Demokratie vor dem Volk und das Volk vor sich selbst, denn beim Volk ist die Demokratie nicht gut aufgehoben. Interessant ist, dass dieser Satz von einem Linksliberalen gesagt wird, einem, der sich also selbst als linksliberal etikettiert. Das ist ernst gemeint. Er sagt eigentlich, eine repräsentative Demokratie repräsentiert nicht den Willen des Volkes. Und da sage ich doch Dankeschön für so einen konkreten Satz. Also bei wem ist dann die Demokratie gut aufgehoben? Natürlich bei den Eliten und nicht beim Volk. Ist sie denn bei den Demokratien gut aufgehoben, die Demokratie bei den Eliten? Ich würde sagen, nö. Könnt ihr euch noch an den Vogel erinnern? Agenda 2010, Auflösung des Sozialstaates, Rechtsstaat ausgehöhlt, Hartz IV, Altersarmut auf Rekordniveau, Anstieg der Obdachlosen um das Dreifache in den letzten 10 Jahren. Altersarmut und so weiter und so fort. Eine Liste von 15 Jahre Merkel, das sind 100 Punkte, da bräuchte ich 3 Stunden, um das aufzulisten, was da alles schiefläuft. Was ist mit der Rolle von den Wahlen? Nichts anderes, reine Satire. Staffage, nicht Satire. So, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das Volk unter Kontrolle halten kann. Da wäre zum einen natürlich das Mittel der Gewalt, Diktaturen, ja so. Hard Power, militärische, polizeiliche Gewalt, blutige Folter, soziale Verelendung und so weiter. Das finden wir in eben vielen Diktaturen. Das Volk wird mit brutaler Gewalt diszipliniert. Hard Power hat aber einen entscheidenden Nachteil. Sie erzeugt Gegengewalt. Wenn also als Herrschaftstechnik diese Hard Power zum Einsatz kommt, dann führt es über kurz oder lang immer dazu, dass die Bevölkerung revoltiert und die Gewalt dadurch immer stärker werden muss. Also auf Dauer ist es kein Konzept, um die Bevölkerung dauerhaft unter Kontrolle zu halten. Deswegen gehen die Mächtigen auf eine andere Art über, nämlich Soft Power. Propaganda ist Soft Power. Und genau, es ist die Meinung, die beherrscht werden muss. Es geht darum, dass man diese Herrschaftstechniken unsichtbar macht, dass man sie so gestaltet, dass sie unsere moralischen Sensitivitäten komplett unterlaufen. Wir merken es nicht und deswegen empören wir uns gar nicht. Und das ist Soft Power. Das ist das, was Hume gemeint hat. Das ist die Meinung, die wir beherrschen müssen. Es geht um eine Art Erzeugung von politischer Lethargie. Wenn das Volk sich selbst als Herde fühlt, dann rebelliert es eben nicht. Man braucht Falschidentitäten, ja, was heißt das eigentlich? Ja, dann identifizieren sie sich halt irgendwie mit einem linken Projekt oder mit einem Fußballverein. Sie identifizieren sich die Leute über Produkte, das neueste iPhone, der neueste X5, was auch immer. Natürlich braucht man aber auch noch Unsicherheit und Angst, die erzeugt wird. Nämlich eine Bevölkerung, die in Unsicherheit und Angst liegt, die ist zur politischen Partizipation, also zur Teilhabe und zum freien Denken überhaupt nicht mehr in der Lage. Oh mein Gott, die Welt geht unter, we have to eat the babies, we have to eat the babies. In Amerika neulich eine junge Frau springt auf und sagt, wir haben jetzt die Lösung, das ist alles in 3 Monaten die Welt unter, wir müssen die Babys essen, wir müssen die Babys essen. Die hat natürlich einen Knall, die gehört wirklich sofort eingewiesen, aber das ist der Zeitgeist, der jetzt geht. Diese ganze Extinction Rebellion Nummer oder so, das ist auf Panik aufgebaut. Angst und Furcht waren noch nie ein guter Ratgeber in dieser Gesellschaft. Aber das ist Resultat einer Manipulation, die im Hintergrund läuft, die den Leuten überhaupt nicht bewusst wird. Da gibt es einen namens Laswell, der mal gesagt hat, Meinungsmanagement ist nämlich viel billiger als Gewalt, billiger als die Bestechung oder irgendeine andere Kontrolltechnik. Das beschreibt Herr Mausfeld in seinen Vorträgen, ein YouTube-Star jetzt auf seinen alten Tagen hin. Die Illusion der Informiertheit. Zum Frühstück die Süddeutsche,
mittags Spiegel Online, dann gucke ich ein bisschen Bayern 5 aktuell, ich höre Bayern 5 aktuell, am Abend gibt es dann die Nachrichten, da wird dann nachgerichtet, Tagesthemen, Heute-Journal, Nacht-Journal, was auch immer. Und der Bürger geht mit dem Gefühl der allumfassenden Informiertheit ins Bett und merkt gar nicht, dass er von guten Morgen bis gute Nacht verarscht worden ist. Das ist die Illusion der Informiertheit, wie es Herr Mausfeld bezeichnet. Und da spielen natürlich die Medien eine riesengroße Rolle. Und das ist der Kernpunkt dieser Kritik an den Medien. Also dieser Vorwurf, Lückenpresse, Lügenpresse, ist es gerechtfertigt? Und seit wann gibt es das überhaupt? Das ist nämlich ein politisches Schlagwort, das polemisch und in herabsetzender Absicht auf mediale Erzeugnisse gerichtet ist und sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum nachweisen lässt. Das ist keine Erfindung von Pegida oder sonst irgendjemand, sondern das gibt es schon lange, diese Auslassungen und Verdrehungen und so weiter. Und wir leben in einer Gesellschaft, frei nach dem Dreiklang, Verblödung, Verblendung, Verschleierung. Es sind die Medien, die uns quasi permanent in diesem Hamsterrad drin halten. Dann gibt es die Schulen, das Bildungssystem, das uns sagt, Impfen ist gut, MMS ist scheiße. Und dann gibt es noch die Politik, die sagt, jetzt aber ganz dringend Klimawandel, weil endlich hat die Politik etwas gefunden, wo sie wahrhaftige Politik machen kann. Der Söder fabuliert vom Klimamanagement, der sucht den Thermostat, wo er die Heizung runterdrehen kann. Das Klimamanagement in der Bayerischen Staatskanzlei hat Temperaturen angenommen, die jenseits der Vorstellung waren bisher. Vielleicht Kabarettisten hätten sich das vorstellen können, aber nicht Realpolitiker. Also wir sprechen hier von Weapons of Mass Deception. Also sprich, eine Massentäuschungswaffe ist dieses ganze mediale Kartell. Und wir haben hier eine Aussage von einem englischen Politiker, der damals gesagt hat, a newspaper has three things to do, one is to amuse, another is to entertain, and the rest is to mislead. Ihr versteht es, ich übersetze es trotzdem, eine Zeitung hat nur drei Dinge zu tun, eins ist zu unterhalten, zu amüsieren, zu unterhalten, und der Rest ist Irreführung. Und genau das passiert in einem Verbund von Propaganda-Einrichtungen auf der ganzen Welt. Und das ist mittlerweile auch alles bekannt. Man kann es nachrecherchieren, man kann herausfinden, wer sitzt denn da eigentlich wirklich obendran und wer bestimmt das Ganze. Wo kommen diese ganzen Durchsagen her? Wo wird eine Agenda gesetzt? Wo finden wir eigentlich genau, wer welches Thema bestimmt? Wer sagt denn jetzt, dass Klima jetzt auf die Agenda kommt? Das kommt vom Pentagon, vom State Department, vom Weißen Haus, geht über zu den globalen Presseagenturen, AP, American Associates France ist es, glaube ich, DPA, Reuters, das sind vier Agenturen auf der Welt, die da füttern und die das auf uns weitergeben. Und das ist bei Propaganda Swiss Research, kann man die Namen alle lesen, hier sind sie alle drauf. Anklagebank, sitzen die alle mehr oder weniger. Ich habe diesen Vortrag in eiligster Eile zusammengeschustert, nachdem ich vorgestern zurückgekommen bin, und habe dann natürlich da ein paar Doppelbilder drin. Aber wer ganz wichtig ist zum Verständnis von diesem Propaganda-Apparat, von Softpower und von diesen Manipulationen, das ist Mr. Edward Bernays, der Vater von Public Relations eigentlich. Und wenn es klappt, müsste jetzt eigentlich hier da drauf gehen, der Wikipedia-Artikel aufgehen von dem Herrn. Damn it, hat nicht geklappt. Egal. Auf jeden Fall, ich weiß ungefähr, was drinsteht. In dem Wikipedia-Artikel, und der ist recht lang, kann man erkennen, was dieser Herr eigentlich früher gemacht hat. Und eins dieser Sachen war zum Beispiel, er war so sehr schlau, er hat sich damit ausgekannt, wie kann man Medien manipulieren, wie kann man Menschen manipulieren. Da gab es eine Geschichte von dem Auftrag einer Tabakindustrie, dass er also für mehr Umsatz sorgen sollte. Und was hat er gemacht? Er hat mehrere Schauspielerinnen organisiert, hat Modezeitschriften angewiesen, man soll die Farbe der Saison sollte man in grün machen. Dann hat er diese Damen mit einer grünen Zigarettenpackung ausgestattet, mit grünen Kleidern, hat diese Schauspielerinnen auf eine Suffragettenbewegung geschickt. Das war damals eine Bewegung von Frauen, die sich für die Rechte eingesetzt haben. Wir wollen wählen, wir wollen Rechten. Suffragettes Movement, ja, das war damals Frauenrecht im Aufkommen. Und er hat zu diesen Frauen gesagt, zu diesen Schauspielerinnen, raucht vor den anderen Leuten ein Affront. Ein Affront, Frauen mit Zigarette in der Öffentlichkeit, hat es den Frauen aber als Zigarette, als Fackel der Freiheit verkauft. Und alle Leute haben gedacht, ja okay, wenn die Frau anfängt zu rauchen, dann ist sie eine emanzipierte, aufgeklärte Frau, die für ihre Rechte eintritt. In Wirklichkeit hat sie nicht kapiert, dass die Tabakindustrie in dem Moment 50% mehr Absatz gemacht hat. Im Auftrag von Edward Bernays hat es im Auftrag der Tabakindustrie gemacht. Und. Also dieser Wikipedia-Artikel von Edward Bernays ist wirklich erhellend. Und dem sein Buch stand bei einem Herrn Goebbels im Regal. Okay?
Also, um zu wissen, wie man damit weitergeht, das haben andere Leute dann kopiert und natürlich in den letzten Jahrzehnten perfektioniert. Und er spricht zum Beispiel davon, die bewusste und intelligente Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie bilden eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Deswegen haben wir eigentlich nichts anderes als eine Zuschauerdemokratie. Für die Stabilität des gegenwärtigen Status politischer Eliten ist es jedoch wichtig, die Illusion der Demokratie als einer necessary illusion aufrechtzuerhalten, also einer notwendigen Illusion. Notwendige Voraussetzung, eine weitgehend entpolitisierte und von Apathie und Zynismus befallene Bevölkerung. Und das ist die Beschreibung von ProSieben am Samstagabend. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angetan habt, ob ihr mal eine gewisse Leidensfähigkeit habt und zieht euch mal 2 Stunden ProSieben am Samstagabend ein. Da steigt mein Sprachzentrum aus, um das zu beschreiben, mehr oder weniger. Weil das ist das, was wir da sehen. Sponsored by Burda. Und unsere Jugend und eigentlich unsere ganze Gesellschaft verändert sich in einem Ausmaß, dass es gar nicht mehr zu glauben ist. Diese digitale Demenz, die ich bei mir schon selber merke, dass wir uns nicht mehr merken können, die einfachsten Telefonnummern. Wie komme ich eigentlich von A nach B? Früher war das doch, wie war das? Okay, das gelbe Haus, dann die Kastanienallee, dann links bei der Kirche und dann ist der Postkasten und da muss ich hin. Wenn ich mein Navi nicht dabei habe, bin ich verloren. Weil das alles verkümmert. Die Jugendlichen sitzen vor Rembrandts großem Werk in Amsterdam. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber es ist Rembrandt, das weiß ich noch. Und die Nachtwache, okay? Eins der großen Meisterwerke in unserer Zeit, wenn man in Ehrfurcht davor erstarren müsste und einfach nur so, oh, wow, vor 500 Jahren, wow, great. Und die sitzen da und senden sich ein Foto hin und her von was weiß ich was. Das ist sozusagen das Idealbild des Bürger und Konsumenten, fett, faul, unfähig zu eigenem Denken, gemästet mit Fastfood und Pharmaprodukten, geistig degeneriert und unfähig zu kritischem Denken. Und die Aufgabe der Medien ist es, uns genau dazu zu machen. Es ist die Frage, warum verdient man bei den Medien eigentlich so gut? Damit es eben genügend Leute gibt, die sich für diesen Scheiß hergeben. Und wer kann jetzt so einen Langzeitplan umsetzen? Und da kommen wir natürlich zu einem Punkt, der auch mehr oder weniger in allen Vorträgen immer wieder hier mitschwingt. Der tiefe Staat, der Deep State, eine Körperschaft von Leuten, die in geheime Manipulationen involviert sind oder sogar in die Kontrolle der Regierungspolitik. Und das kommt nicht einfach out of the blue, dieser Gedanke des Deep State. Der Eisenhower selber hat 1960, als er das Amt an Kennedy weitergegeben hat, in seiner Farewell Address, also sprich in der Abschlussansprache an das Volk, vor dem Military Industrial Complex gewarnt. Und der Nächste, der dann versucht hat, sich mit dem anzulegen, an dem seinem Grab war ich letzte Woche noch. Der militärisch-industrielle Komplex ist in der Lage, die krassesten Aktionen durchzuziehen, ohne dass es auch nur ansatzweise auffällt. 9/11, seit 18 Jahren ungelöst, gibt neue Erkenntnisse. Wenn ihr wissen wollt, warum der Bagger nach 6 Wochen ein glühendes Stück Stahl rauszieht, schaut euch mal einfach dieses Interview an. Gibt es neue Erkenntnisse zu? Sehr erleuchtend, wird aber von niemand erwähnt. Die neue Studie von Dr. Leroy Halsey aus der University Fairbanks, Alaska. Der Mann hat im Auftrag, ein Metallurg oder Statikexperte, also wirklich ein Hochschulprofessor oder Lehrer, hat im Auftrag von Richard Gage und seinem Team von 3000 Architekten und Ingenieuren, Architects and Engineers for 9/11 Truth, diese Studie in Auftrag gegeben. Nach 4 Jahren kommen die zu dem Entschluss oder zu der Schlussfolgerung, Gebäude 7 ist nicht durch Feuer eingestürzt. Punkt. Steht nichts von Sprengung und sonst was. Gebäude 7, Feuer, funktioniert nicht. 80 Stollen gleichzeitig die Tragkraft aufgeben, geht nicht, muss was anderes sein. Gab es irgendein Medium, das das aufgegriffen hat? Hat irgendein ein Spiegel-Spezial, Sonderausgabe, oder FAZ oder sonst irgendwas, irgendein Brennpunkt, irgendetwas, Breaking News, 9/11 ist ganz anders, hätte ja keiner gedacht.
Nein, das wird nicht stattfinden, weil der Deep State auf genau die Leute schaut, die diese Dinge durchstechen. Und was ist mit Julian Assange? Der Mann verrottet in Isolationshaft, in irgendeinem Hochsicherheitsgefängnis in England drüben, weil er die Lügen aufgedeckt hat, dieses Systems. Wenn die Verbrechen des Systems als Verbrechen behandelt werden, dann werden wir von Verbrechern regiert. Das ist, glaube ich, ein Spruch, der bei Matthias Bröckers auf dem Buch von ihm hin draufsteht. Ein Zitat, das ich jetzt, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig hingekriegt, aber auf jeden Fall, don't shoot the messenger eigentlich. Der Mann müsste eigentlich einen Preis kriegen, man müsste einen Preis nach ihm benennen. Ich hoffe, dass irgendwann mal ein Bahnhof, ein Platz oder ein Flughafen nach dem benannt wird. Weil das ist der eigentliche Held in unserer Gesellschaft. Der muss diesen Mut mit seinem Leben bezahlen wahrscheinlich, weil ich habe nicht das Gefühl, dass der aus der Nummer rauskommt. Und ich empfehle euch das Interview von Matthias Bröckers und KenFM über den Fall Assange, wo erzählt wird, dass es eigentlich eine mehr oder weniger geschmähte Geliebte war, die Tage später mit einem zerrissenen Kondom ankam bei den Behörden, ohne Spuren von DNA von ihm oder von ihr. Kondom. Und was war? Die schwedische Regierung hat einen Haftbefehl ausgestellt, Red Flag, er geht über die Grenze, Interpol, zack, Gefängnis, Knast, Ecuador 7 Jahre und so weiter. Und was passiert in unseren Medien? Anstatt dass man ihn feiert und hochhält für das, was ein Journalist machen sollte, wird er fallen gelassen, der Welke darf noch ein paar Blödelsprüche machen in der Heute-Show und das Thema wird vergessen, naja, der war sowieso ein bisschen strange und was hat der gemacht? Scheiß an die Wand geschmiert und seine Katze hat er ganz übel behandelt. Oh, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Der Deep State. Okay, das ist etwas, wo wir hier schon lange und oft gesprochen haben. Ich summiere es mal ein bisschen ab. Da haben wir schon seit Jahren sprechen wir darüber, über die ganzen Gremien, über all das, wo diese Journalisten da draußen noch nie eine Ahnung hatten, noch nichts davon gehört haben. Ja, wer könnte das dann im Hintergrund machen? Wenn so ein Deep State dann da wäre, könnte das dann machen? Die da, seit Jahrzehnten machen die das. Mit den gleichen Gestalten wie immer. Die Invincible, Henry Kissinger, der jetzt kürzlich weginkarnierte David Rockefeller. Er hat 6 Herztransplantationen gehabt, der Mann in seinem Leben eigentlich. 6-mal hat er ein fremdes Herz eingepflanzt bekommen. Was für einen Willen der hatte, um gar keinen Fall wegzuinkarnieren, hat nicht geholfen. Also es geht wirklich um das große zentrale Thema in unserer Gesellschaft. Es geht darum, um Täuschung und Betrug. Ja, das sind jetzt ein paar Meme, mehr oder weniger so mit diesem. Dann, ich dachte, ich schaffe, habe nicht so viel Zeit oder ich dachte, ich brauche ein bisschen länger noch oder so. Aber davon habe ich euch schon mal erzählt, dass man uns einfach versucht, mit diesen verschiedenen Themengebieten permanent in einen Zustand zu versetzen, den man vielleicht irgendwie so als Kirche der Angst bezeichnen kann. So. Angst vor Tod, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Angst vor Klima, Angst vor allem. Alles trifft ins Irrationale ab, aber durch diese Angst können wir manipuliert werden. Der normale Bürger lässt sich einfach wie eine Schafherde irgendwo hintreiben. Da ist ein Schäferhund, wuff, wuff und so weiter. Ja? Und derjenige, der wie Assange mehr oder weniger versucht, die Wahrheit nach vorne zu bringen, der wird an die Wand gestellt, medial. Und dann gibt es die Schäferhunde, die im Hintergrund arbeiten, aus welchen Motiven heraus auch immer. Warum auch immer. Und wieder, ich merke es sofort an eurer Reaktion, löst euch aus diesem Opfer-Täter-Profil, löst euch von diesem, das sind die Bösen, wir sind die Guten, denken. Ihr müsst es anders wahrnehmen. Welche Rolle spielen die in diesem Spiel? Was ist deren Aufgabe? Was löst es in uns eigentlich aus? Was projiziert es in mir, wenn ich diese Dinge sehe? Warum sind die sogenannten Gatekeeper? Was passiert mit denen? Warum gibt es eine Seite wie ESOWATCH, wo die absurdesten Dinge drinstehen über mich oder andere Leute und so weiter? Warum gibt es die? Und dazu hat Professor Dr. Dr. Harald Wallach etwas zu sagen. Ich denke, die GWOP ist ein sehr heterogener Verein. Es sind einige Leute dabei, die haben ein echtes Anliegen. Da würde ich jetzt mal sagen, kann man haben, dass man die Welt vor Leuten schützt, die an Homöopathie oder an sonst was glauben. Aber es sind auch eindeutig, ich würde mal sagen, ideologisch verhärtete Menschen dabei, die also das Gefühl haben, sie müssen das, was sie glauben, so aggressiv in die Welt bringen, wie seinerzeit mal die katholische Kirche versucht hat, den Katholizismus in die Welt zu bringen. Also andersrum gesagt, mir scheint, dass ein großer Teil der Leute, die dort aktiv sind, eigentlich religiös sind, im Sinne von glaubensreligiös. Die glauben nur nicht an irgendeinen lieben Gott oder so, sondern an die
Gültigkeit der materialistisch-wissenschaftlichen Weltanschauung, wenn ich es mal so sagen darf. Und er hat hier die GWUP gemeint, dass die Gesellschaft zur Untersuchung von paraphänomalen Phänomenen, also so eine Art ESO-Watch und Psiram und so weiter, ja, so alles, was mit UFOs, Kongresse, Außerirdisches, ist alles Quatsch, und das ist die GWUP. Und darüber hat er gesprochen. Genau. Und die meisten Leute in der Bevölkerung, du Verschwörungstheoretiker, wie der Bauer hat uns nicht lieb und der Metzger und Bauer, wovon redest du? Der gibt uns doch jeden Tag Futter, was soll denn das? Und in der Art Kompensation von diesen ganzen Dingen, die im Hintergrund stattfinden, gibt es diese Fraktion der Menschen, die jetzt quasi nach vorne gehen und noch mehr gut machen wollen. Gerade wir Deutschen sind da prädestiniert dafür, mit unserer durch unsere ewige kollektive Schuld eingeimpfte German Guilt, ja, versuchen die das zu überkompensieren. Es kommt zu Übersprungshandlungen. Klima Justice now! Und die kapieren aber gar nicht, dass sie da ständig in eine Falle nach der anderen tappen, wie genauso wie diese gedanklichen Sperrgebiete, die überall aufgestellt werden. Da darfst du nicht reingehen. Kennedy, das war Oswald. Mondlandung, also bitte, hier, wie kann das gefälscht sein? Vor 50 Jahren haben wir das beschrieben schon. 9/11, are you kidding me? UFOs, jetzt komm, hör auf. Und diejenigen aber, die es dann machen, die kriegen alle einen auf den Deckel oder das System wird mehr oder weniger mit ihnen umgehen. Wie zum Beispiel dieses tolle Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, der Fall Eva Herrmann, Geburtsstunde Lügenpresse, in irgendeinem Verlag erschienen, ich kenne den jetzt gar nicht, also Osais, oder wie heißt das, keine Ahnung. Dieser Herr Mersch ist Mathematiker und hat in einer systemischen Arbeit alles gelesen und angeguckt, was damals zum Fall Eva Herrmann gekommen ist, und er kommt zu dem Schluss, dass ihr größtes Unrecht angetan wurde, dass sie auf einen medialen Scheiterhaufen gestellt wurde und dass sich die Beteiligten an diesem Skandal öffentlich entschuldigen müssten. Das ist die Conclusio aus diesem Buch. Liest sich fantastisch. Ich habe das, Eva hat mir das selber gezeigt, als ich drüben war, und dann habe ich den sofort eingeladen. Er kam zu uns. Herr Mersch ist wirklich also ein toller Mensch. Also wirklich, er ist lustig, sympathisch und auch eloquent mit einem Schalk im Nacken. Und er hat eine tolle Analyse geschrieben, vor allem auch einen Grund mir gegeben, warum so viele Leute mit jetzt zum Beispiel Eva oder anderen Menschen, die alternativ zum Mainstream-Denken ein Problem haben. Es geht immer um Kompetenzverlustvermeidung. Die haben das Gefühl, dass sie ihre eigene Kompetenz in ihrem Fachgebiet verlieren. Das würde nämlich bedeuten, wenn da jetzt so ein Klimaprofessor seit 30 Jahren IPCC macht und sagt hier Klima, 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 ganz, ganz schlimm, und da kommt plötzlich einer um die Ecke mit einer Info, dass das alles obsolet ist, na, dann verbiegt sich dem sein ganzer Wertehorizont. Dann ist alles Geschichte, woran er bisher geglaubt hat. Und diese Angst, seine eigene Kompetenz zu verlieren, ist die Motivation von vielen Menschen. Nicht, weil sie Teil des tiefen Staates sind unbedingt. Gibt's auch. Aber die meisten denken einfach nur so, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, ich will das nicht hergeben. Es ist zu stark, dieser Verlustschmerz. Ein Prozess, den wir alle hinter uns gebracht haben, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Eine schmerzliche Wahrheit ist besser als eine Lüge. So wie es Thomas Mann gesagt hat. Ich habe lieber diesen Schmerz, anstatt ständig die Lüge zu leben. Und es gibt Gott sei Dank in unserer Gesellschaft genügend Menschen, die sagen, was Sache ist. Und es gibt einen wunderbaren Mensch, den ich auch kennenlernen dürfte, Dr. Hans-Joachim Marz, der von der Normopathie gesprochen hat. Und das ist ein Ausdruck, den er geprägt hat, wenn ein Großteil der Bevölkerung einer Störung unterliegt und sich dessen gar nicht bewusst ist. Wir geben 50 Milliarden Euro aus für ein Millionstel von einem Prozent in der Hoffnung, die Welt zu retten, und haben kein Geld für Schulen, Altenpflege, Brücken, Universitäten, Schwimmbäder oder sonst irgendwas. Das ist Normopathie. Ein Großteil der Bevölkerung ist sich dieser Störung überhaupt nicht bewusst. Und das ist für mich die entscheidende Frage gewesen immer. Wieso ist das so? Warum glauben das die meisten Menschen nicht, wenn ich so einen Vortrag sage? Oder warum habe ich ständig irgendwelche Kommentare und dieser Stein, wenn ich den schon sehe, ZDF-Fresse. Wieso ist das so? Und dazu gibt es eine erstaunliche Erklärung dafür von einem Verhaltensforscher namens Solomon Asch aus den Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht mehr genau, wann er diese Experimente gemacht hat, 50er, 60er Jahre. Es sind sogenannte Konformitätsexperimente, die er gemacht hat, die einen sehr wichtigen Beitrag zu dieser Ergründung dieser Phänomene gemacht haben. Und zwar ging es darum, es ist eine Klasse von Leuten, sitzen 30 Leute drin, und die Aufgabe ist, welche der Linien auf der rechten Seite entspricht der Linie auf der linken Seite? Das ist eigentlich relativ klar zu machen.
dass man, wenn man die nebeneinander tut, es ist hier die Linie, glaube ich, C. Es könnte sein, dass es ein bisschen verzerrt ist. Also wenn es hier nicht ganz ersichtlich ist, in dem echten Versuch war es so, ein 5-jähriges Mädchen, ein kleines Kind, das sprechen kann, hätte gesagt, das ist die längste Linie, das ist die kürzeste Linie. Was die jeweilige Versuchsperson aber nicht gewusst hat, von den 30 Anwesenden waren 29 angeleitet zu lügen. Und nur eine Person hat es nicht gewusst. Und das Ergebnis war, 66% der Versuchsteilnehmer haben sich der Mehrheitsmeinung angeschlossen, dass es nicht diese Linie ist, sondern die andere Linie ist. Obwohl es klar offensichtlich war, dass es nicht die richtige Linie ist. Also der Druck der Peer Group, der Druck sozusagen der Gruppe um sie herum hat dafür gesorgt, dass sie die Wahrheit zur Lüge erklärt haben oder andersrum. Oder wie hat es der gesagt? Die Tendenz zur Konformität in unserer Gesellschaft ist so stark, dass vernünftige, intelligente und gutmeinende junge Leute bereit sind, weiß als schwarz zu bezeichnen. Das ist eine besorgniserregende Angelegenheit. Es wirft Fragen auf über die Art unserer Bildung und die Werte, die unser Verhalten leiten. Das ist ein großer Erkenntnisgewinn aus diesen Konformitätsexperimenten heraus, dass also viele Leute lieber die Lüge glauben, anstatt sich die Wahrheit einzugestehen. Und egal welches Thema ihr nehmt, 9/11, Mondlandung, Impfen, alternative Energiepolitik, Geopolitik, Finanzen, egal was es ist alles immer die gleiche Geschichte, weil die Mehrheit sagt, es ist so, rennen die meisten Leute hinterher. Und wenn wir dann durchstechen mit diesen Themen und am Geburtstagstisch von der Tante dann einmal anfangen mit 9/11 und so, dann kommen die alle aus Kompetenzverlustvermeidung heraus, knüppeln uns nieder. Und du kriegst von der Frau den Ellbogen in die Rippen, fang nicht mit diesen Themen an. Fang nicht mit diesen Themen an. Der Onkel meiner Frau ist der Einzige in der Familie, die da irgendwie aufgemacht hat. Der wird jedes Mal geknüppelt, wenn die sich treffen. Und kommt heim, oh, jetzt ist er heute Abend, der arme Fritz, der ist halt wieder, oh. Weil ich ihn geimpft habe mit den Themen natürlich. Weil er auf unserer Seite ist, weil er natürlich weiß, was Sache ist. Aber er kämpft einen verzweifelten Kampf in diesem Bereich. Aber nicht alle. Und es gibt noch, ich habe noch ein paar wichtige Gedanken, es ist schon spät, ihr wollt alle nach Hause und ich weiß auch, dass das anstrengend ist, aber ihr dürft nicht vergessen, zum einen ist es wichtig, zum anderen auch noch etwas, um 22.30 Uhr ist Vollmond. Das heißt, wir haben gerade 99,9% des Vollmondes vor uns. Wir sind aufsteigender Mond. Alles, was ich euch jetzt reingehe, geht in die Kraft des Mondes. Ihr geht schwanger mit diesen Gedanken. Ich infiltriere euch sozusagen. Ich penetriere euch zerebral und diese Energie des Mondes wird euch auf dem Heimweg geleiten, irgendwie so. Okay, ich übertreibe jetzt, okay? Ja. Es ist wichtig, dass wir uns diese Themen anschauen. Und ein wichtiger weiterer Punkt hilft immer, ist das sogenannte Milgram-Experiment, was vielleicht in seiner Brutalität oder in seiner Erkenntnis noch viel wichtiger ist wie eigentlich das Solomon-Asch-Experiment. Darf ich mal fragen, wer kennt Milgram-Experiment? Okay, ihr Streber. Das ist ja auch hier kein normales Publikum. Ja. Okay, also viele kennen es nicht, aber ihr seid jetzt wirklich auch schon weiter. Das war ein Experiment auch in den 50er, 60er Jahren. Und zwar ging es darum, dass in Unis und Straßen ein Zettel aushing, so nach dem Motto, wir suchen Versuchspersonen, $4 pro Stunde gibt es da, wir brauchen Versuche, klinische Tests sozusagen. Und die Versuchsanordnung war folgendes, Stanley Milgram hat das gemacht, das war in den 60er Jahren im New Haven im Bundesstaat Connecticut. Man sagt es sozusagen, es geht um ein Experiment für Erinnerungsvermögen und Lernfähigkeit. Und diese Probanden, die haben sich quasi nach einem Zufallsprinzip zusammengesetzt, 40% ungelernte Arbeiter oder angelernte Arbeiter, 40% Angestellte aus Handel und Gewerbe und 20% Fachberufe. Und wir hatten folgenden Aufbau. Also zum einen drei Personen. Zum einen ist es hier V oben der Versuchsleiter, die Autorität. Einen weißen Kittel, ich bin hier der Chef, ich sag dir, was du zu tun hast. Dann gab es den Lehrer. Der Lehrer musste Fragen stellen an den Schüler. Und der Lehrer saß an einem Pult und dieses Pult war mit einem Kabel mit dem Schüler verbunden. Und der Lehrer musste bei Fragen, die er dem Schüler stellt, jede falsche Antwort mit einem Knopfdruck quasi quittieren. Und das war ein 15-Volt Stromschlag. Wie heißt die Hauptstadt von Massachusetts? Washington. Nein, Boston. Stromschlag. Und so ging das weiter. Und was der Lehrer hier, diese Versuchsperson natürlich nicht wusste, ist, dass der Schüler
gar nie nicht mit diesem Pult verbunden war, sondern der das alles nur simuliert hat. Und was ist herausgekommen? Dieses Experiment ging so weit, dass die Menschen in der Lage waren, bis zu 450 Volt Stromstöße auszusenden auf Anweisung der Autorität. Trotz eigenem Widerstand, trotz eigenem Bedenken hat sich herausgestellt, dass 75% aller Versuchsteilnehmer bis auf 450 Volt gegangen sind. 75%. Das ist ein kurzer Ausschnitt von einem Film aus Frankreich, wo das ein bisschen thematisiert wird. Dann müssen Sie, Monsieur Rigoli, kommt nichts Neues, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was damit gemacht worden ist. So. Wir haben auf wissenschaftlicher Grundlage eine Skala entwickelt, nach der wir in messbaren Werten ermitteln, wie weit Strafe einen Einfluss auf das Gedächtnis hat. Heute wird einer von Ihnen der Schüler sein, der sich bemüht, sich möglichst genau zu erinnern. Und der andere wird der Lehrer sein, der den Schüler dahin zu bringen versucht, das Gedächtnis optimal einzusetzen, indem er jeden Fehler bestraft, wobei die Schwere der Strafen sich steigert. Soweit wäre alles klar, hoffe ich. Nun würde ich vorschlagen, wir ermitteln durch das Los, wer der Lehrer und wer der Schüler sein soll. Da bin ich gespannt. Ja, ich bin der Lehrer. Er nimmt ihm den Zettel weg, weil auf beiden stand Lehrer drauf. Ihm war diese Rolle zugetan, der andere war genauso Teil des Versuchs. Dann wird Monsieur Rigoli den Schüler spielen. Und dann geht es weiter und dann geht es eben dadurch, dass der... Lösen will, muss er mit der... So, da gibt es dann eben einen, die beobachten diesen Versuch. Zu machen. Lassen Sie mich bitte gehen. Die höchste Voltzahl wäre 450, so weit wird er doch nicht gehen. Das weiß ich nicht. Irgendwann kommt das Experiment an einen Punkt, an dem sich Monsieur Despaul mit einem Problem auseinandersetzen muss. Soll er der Autorität weiter gehorchen, die ihm befohlen hat, das Experiment bis zum Ende durchzuführen? Oder soll er aufhören, weil er sein Opfer nicht mehr leiden lassen will? Despaul wird mehr und mehr von einem inneren Konflikt erschüttert, der fast unerträglich ist. Wenn er diesen Konflikt lösen will, muss er mit der Autorität brechen und den Gehorsam verweigern. Das ist der Punkt, der uns interessiert. Der Bruch mit der Autorität. Und das ist das eigentliche Experiment gewesen. Wann sind die Individuen in der Lage, mit der Autorität zu brechen? Und 3/4 davon haben es nicht geschafft. Für ein Experiment für läppische $4 waren die in der Lage, einen tödlichen Stromstoß zu verabreichen, obwohl sie es gar nicht wussten, dass es nicht tödlich ist. Nur weil die Autorität gesagt hat, du musst das jetzt machen. Und das ist ganz, ganz wichtig für einen Erkenntnisprozess, warum in unserer Gesellschaft so viele Dinge schieflaufen, weil die Menschen zum einen ein Herdentier sind. Wer hat schon mal allein einen Bison gejagt, eine Brücke gebaut oder ein Haus allein hochgezogen? Wir waren immer abhängig von unserer Gruppe. Wir mussten immer mit dem Kollektiv arbeiten. Wir konnten uns nicht alleine in der Welt zurechtfinden. Das heißt, Ausschluss aus der Gruppe war früher gleichbedeutend mit Tod. Also muss ich mich anpassen. Und gleichzeitig die Erkenntnis, dass Menschen den Autoritäten folgen. Und zwar bis zu einem fatalen Irrglauben hin. Der ist böse, du musst ihn jetzt erschießen. Und so könnt ihr euch Dinge erklären wie Abu Ghraib, Vietnamkrieg, Holocaust und was es alles auf dieser Welt noch gibt. Die ganzen Atrocities, die ganzen Grausamkeiten oder so. Das sind nicht, weil die Menschen alle böse sind, sondern weil sie in eine Richtung geschoben werden. Und für uns ist es wichtig, aus dieser Matrix auszusteigen und uns aber immer die Frage zu stellen, nicht so, oh, ich habe das so oft mitgekriegt, oh, das geht mir so, ich kann so nicht leben, was haben die alles gemacht, das gibt es ja gar nicht. Ihr müsst diesen Zorn, der hier artikuliert, ihr müsst diesen Zorn umwandeln, ihr müsst ihn in andere Bahnen lenken, ihr müsst es reflektieren, was macht es mit uns, was kann ich tun, was kann ich tun mit diesen ganzen Erkenntnissen, kann ich jetzt einfach wie Beaker in der Muppet Show, kann ich hier rumschreien und die ganze Zeit alles in Panik, Panik, Panik? Ist das eine Möglichkeit? Ja, durchaus legitim. Das verschafft vielleicht kurzzeitig Befriedigung, hat langfristig wenig Effekt. Oder aber, wir machen eine sogenannte Sozialhygiene, mentale Hygiene, indem wir einfach falschen Fährten nicht mehr weiter hinterherlaufen, sondern einfach erkennen, das Ganze muss weg. Der Kaiser ist nackt. Es ist mittlerweile so, wir sehen es überall. Die Leute haben nur den Knall, das System ist eigentlich explodiert, nur haben viele den Knall nicht gehört. Wir stehen vor diesem gigantischen Paradigmenwechsel, den ich jetzt schon seit 15 Jahren hier erzähle, ich glaube, ja. Und ich finde es auch langsam irgendwann leid, dass die Leute immer noch nicht in Qual kommen, aber ich sehe die Zeichen an dem Horizont aufblitzen. Ich sehe es, dass es Großartiges gibt. Und wir müssen uns damit einstellen, wir müssen uns darauf vorbereiten, aber immer aus der hohen Ebene heraus. Nicht aus Täter und Opfer.
nicht die böse Merkel, sondern die arme Frau. Was ist der angetan worden, dass die sich so in ihrem eigenen Geist, in ihrem eigenen Körper gefangen fühlt? Wie kann man der helfen? Wie kann man allen helfen, die in diesem System gefangen sind? Und ich möchte den Vortrag enden mit einem Zitat von einem der großen Deutschen, der gesagt hat, das lebhafteste Vergnügen, das ein vernünftiger Mensch in der Welt haben kann, ist, neue Wahrheiten zu entdecken. Das nächste nach diesen ist, alle Vorurteile loszuwerden. Und dann noch ein bisschen Werbung für ein organisiertes Buchversand. Bücher reichen Stellen im Gehirn, da kommt der Fernseher gar nicht hin. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ja.